Ich bin zu hören. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt zum Mobilitätsfrühling, den wir ja anstreben. Besser gesagt zum Streitgespräch darüber, wie wir ihn anstreben und vor allen Dingen gestalten wollen. Der dritte Schlüsselbereich dieser Konferenz, die Mobilität der Zukunft, ist unser Thema hier im Streitgespräch mit dem Titel »Wie werden wir uns bewegen?« Angesichts des Klimawandels, der zunehmenden Energieverknappung, des Verkehrschaos in unseren Städten und auf den Straßen sicher anders als bisher. Aber wie ist die entscheidende Frage, auf die unsere drei Diskutanten hier mit unterschiedlichen Schwerpunkten antworten werden, die aber zusammengenommen uns ein Stück weiterbringen sollen, die Herkulesaufgabe eben zu bewältigen, nämlich mobil zu bleiben, aber nicht auf Kosten unserer Ressourcen und unseres Klimas, auch weltweit, was angesichts vieler Megastädte ja immer schwieriger wird. Bin ich so gut zu hören oder ist das, Frage mal in die Technik, ja? Okay. Konkret heißt das jetzt hier für unsere Diskussionsrunde, wir werden uns über umweltfreundliche Technologien für das bisher immer noch als wichtigstes Fortbewegungsmittel angesehene Auto unterhalten. Welche sind realistisch und in absehbarer Zeit eine echte bezahlbare Alternative? Wir werden darüber sprechen, welche Verkehrsmittel das Auto auch ersetzen könnten oder ergänzen und wie die unterschiedlichen Transportsysteme eingebettet sein könnten in intelligente Verkehrskonzepte, die es Menschen eben nicht nur in der Stadt erlauben, verschiedene Fortbewegungsmittel zu nutzen. Also von Bus oder Bahn über das Rad bis zum Auto, auch dem zum Teilen, haben wir eben schon kurz etwas dazu gehört. Zu Fuß gehen ist manchmal auch eine Alternative und welche Strukturen dafür wie verändert werden müssen. Brauchen wir ein verändertes Mobilitätsverhalten und wenn ja, schaffen wir das durch politische Vorgaben, finanzielle Anreize oder vertrauen wir darauf, dass sich das alles von selbst einstellt? Und es wäre dann schön, wenn wir am Ende gemeinsam so etwas wie eine realistische Vision davon entworfen haben, wie uns eben dieser Mobilitätsfrühling gelingen kann. Ich möchte zunächst noch mal einmal meine Gesprächspartner vorstellen. Professor Dr. Wolfgang Steiger ist Leiter der Zukunftstechnologien beim Volkswagen-Konzern und bestens bewandert in der innovativen Fahrzeugtechnik, der aber dennoch eine Renaissance der Fortbewegung zu Fuß und mit dem Fahrrad vorausgesagt hat. Professor Dr. Heiner Monheim, Stadtplaner, inzwischen emeritierter Professor für angewandte Geografie, Raumentwicklung und Landesplanung an der Universität Trier, Mitbegründer des VCD und vielen bekannt als leidenschaftlicher Kämpfer gegen Großprojekte wie Stuttgart 21. Und Dr. Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Richtig. Ja, ich würde Sie drei jetzt nun bitten, nacheinander zunächst mal ein kurzes Statement zu sagen, vielleicht so etwas wie eine Kernaussage, wo für Sie der Schlüssel zu einer Art neuer Mobilität in der Zukunft liegen könnte. Wollen Sie vielleicht anfangen, Dr. Hofreiter? Ja, was für mich im Moment Mobilität ist, ist vor allem, mich möglichst langsam zu bewegen. Tut mir leid, ich bin etwas gehandicapt, weil ich gerade kaputte Gleichgewichtsorgane habe. Deswegen versuche ich, mich möglichst roboterhaft zu bewegen. Deshalb sich nicht wundern, dass ich so ein bisschen komisch bin. Aber das nur am Rande. Was ist der Schlüssel, was ist mein Schlüssel für Mobilität der Zukunft? Ich glaube, einen allgemeinen Schlüssel wird es dafür kaum geben, denn man wird ganz unterschiedlich anschauen, innerstädtische Bereiche, Verdichtungsbereiche, echt ländlicher Raum, die werden sich ganz stark unterscheiden. Am stärksten, glaube ich, wird sich echt ländlicher Raum und innerer Verdichtungsbereich unterscheiden. Im echt ländlichen Raum wird das Auto weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. In unseren Augen dann zukünftig ein sogenanntes Null-Emissions-Auto. Das heißt, ein Auto mit welcher Technik auch immer, das will ich gar nicht vorschreiben, aber ein Auto, das null Emissionen ausstößt, im innerstädtischen Bereich wird es eine Mischung sein aus ÖPNV, zu Fuß gehen, aus vernünftiger Infrastruktur für den Fahrradverkehr. Wie kommen wir da entsprechend hin, dass sich insbesondere in dem Bereich was ändert? Beim Null-Emissions-Auto ist es auf den ersten Blick gesetzgeberisch sehr einfach. Wir müssen nur ausreichend strenge
Grenzwerte durchsetzen. Das ist nicht ganz einfach, weil da die Automobilindustrie natürlich ihre ganze Lobbykraft dagegen wirft und natürlich auch Teile der IG Metall ihre ganze Lobbykraft dagegen werfen. Bei den Städten, wie kommen wir da Daten hin? Da kommen wir hin von einer anderen Stadtplanung, von Stadt der kurzen Wege, von bis zu einer vernünftigen Investitionspolitik im ÖPNV-Bereich, im SPNV-Bereich, das heißt weg von isolierten einzelnen großen Projekten, die am Ende weder dem Passagier noch dem noch der Stadt noch sonst irgendjemand was nutzen, sondern hin zu einem integrierten Ansatz, wo man die einzelnen Verkehrsträger integriert miteinander sieht. Und des Weiteren müssen wir nicht nur beim Auto zu einem Null-Emissions-Auto kommen, sondern letztendlich die Energieversorgung in der gesamten Kette auf regenerativ umstellen. Das war jetzt schon fast eine Bilanz, Herr Dr. Hofreiter. Viele Punkte angesprochen. Ich hoffe, wir werden viele davon auch gleich diskutieren können. Herr Professor Monheim, Ihr kurzes Statement. Ja, ich widerspreche in dem Punkt, was den ländlichen Raum angeht, sehr deutlich. Es hat keinen Zweck, sich die Welt in zwei Hälften zu teilen, die urbane und die ländliche Welt, und zu sagen, der ländliche Raum ist Autoland. Und der urbane Raum ist ÖV-Land und Fußgänger- und Radfahrerland. Wieso soll auf dem Dorf nicht ein kleiner Minibus oder ein Midibus, ein Dorfbus attraktiv sein? Radfahren auf dem Dorf macht auch kein Problem. Zu Fuß gehen auf dem Dorf macht auch kein Problem. Also die Vorstellung, dass es zwei Welten geben muss, auch in Zukunft. Die eine Welt, die Autowelt ist. Wobei wir in dieser Hälfte übersehen, dass ja ganz viele Städte am Wochenende dann unterwegs sind in den Dörfern zu Freizeitgründen etc. Und dann haben wir sofort den Grund, warum wir dann auch in den Städten so viele Autos behalten müssen wie bisher, weil wir ja dann Ausflugsverkehr auf die Dörfer haben. Nein, meine Vorstellung ist anders. Meine Vorstellung ist, die Zukunft der Mobilität macht uns mobiler mit weniger Autoverkehr. Wir haben viel zu viele Autos, wir brauchen weniger Autos und wir müssen raus aus den Schubladen. Im Moment haben wir noch antiquierte, begriffliche Schubladen. Wir definieren ein Auto als das Auto, was massenhaft individuell besessen wird. Nun merken wir, ein Taxi ist auch ein Auto, Carsharing-Auto ist auch ein Auto, Car-to-go-Auto ist auch ein Auto. Die werden aber völlig anders betrieben, das sind öffentliche Autos. Also wir müssen lernen, es gibt öffentliche Autos und wenn wir genug öffentliche Autos haben, dann brauchen wir nicht mehr 40 Millionen oder 42 Millionen private Stehzeuge, die Städte, weil sie überall rumstehen und den Raum für andere Dinge blockieren, mehr oder weniger kaputt machen. Wir müssen uns auch abgewöhnen, das Fahrrad so zu sehen, wie wir es bisher gesehen haben. Das Fahrrad gilt als nicht motorisiertes Individualverkehrsmittel, das klassische Fahrrad. Das besitze ich selber und fahre es. Jetzt lernen wir, aha, es gibt öffentliche Fahrräder, das sind die Leihfahrradsysteme. In Paris 25.000, in Shanghai 80.000. Wir Deutschen sind da etwas zögerlicher und kommen uns schon ganz toll vor, wenn wir in der Metropole 3.000 öffentliche Fahrräder hinstellen. Also auch ein Fahrrad ist möglicherweise nicht nur so, wie wir es bis... Und dann haben die Fahrräder neuerdings Motoren, die Pedelecs. Da, wo die Pedelecs unterwegs sind, da gibt es dann keine Berge mehr, weil du ja mit Motorunterstützung den eingebauten Rückenwind hast. Also auch in Wuppertal kann plötzlich Fahrradstadt sein und auch in Iserlohn und wo sonst wir bisher Bürgermeister hatten, die gesagt haben, nein, hier gibt es Berge, hier kann man keine Fahrradförderung machen. Und schlussendlich ändert sich auch der öffentliche Verkehr. Wir haben den öffentlichen Verkehr definiert als Massenverkehr. Der fängt erst an, wenn Tausende von A nach B wollen. Nein, der öffentliche Verkehr individualisiert sich. Es gibt einen differenzierten öffentlichen Verkehr, Minibusse, Midibusse, Rufbusse. Er wird intelligent. Wir haben die Apps. Wir bilden auch im öffentlichen Verkehr spontane Fahrgemeinschaften. Es passiert im Moment gerade im Fernbusbereich sehr interessant. Also alle Schubladen, in denen wir bisher verhaftet sind, sind falsch. Wir müssen die Schubladen öffnen und die Menschen lehren uns das. Die berühmte Multimodalität, die wir jetzt empirisch feststellen. Also die Vorstellung, wer mal ein Auto gekauft hat, hat sich vom Fußverkehr, vom Radverkehr, vom öffentlichen Verkehr abgemeldet. Der wird da nie mehr drin sitzen. Die ist falsch, sondern wir haben viele Menschen, die fahren mal Auto, die fahren mal Bus, die fahren mal Bahn, die fahren mal Fahrrad, die gehen viel zu Fuß. Und wir haben, weil wir einen demografischen Wandel haben, immer mehr Menschen, denen der Arzt irgendwann mal so spätestens so beim 60. oder 65. Geburtstag sehr deutlich sagt, du musst dich mehr bewegen. Und spätestens, wenn uns gesagt wird, du musst dich mehr bewegen, will bedeuten, du sollst mobiler werden, dann ist gemeint mit Muskelkraft bewegen. Deswegen steig aus dem Auto und werde beweglich. So, da bleibt eine gewisse Menge Autoverkehr übrig, das ist eine Menge Wirtschaftsverkehr
obwohl wir da auch noch lange nicht am Ende dessen sind, was der Schienenverkehr könnte, wenn wir mal eine Cargo-Tram überall haben, wenn wir mal den Cargo-Sprinter im regionalen Schienenverkehr als Normalfall und nicht als Ausnahme haben. Also in meiner Mobilitätswelt gibt es viel mehr Mobilität als heute, viel mehr Muskelmobilität, viel mehr stadt- und umweltverträgliche Mobilität. Und da bleibt eine gewisse Menge konventionellen Autoverkehrs, so wie wir ihn jetzt haben. Und jetzt kommt der letzte Satz, der ist sehr wichtig. Diese Diskussion dürfen wir nicht nur auf Deutschland bezogen führen. Ja. Unser Problem ist nicht unser deutsches Mobilitätsproblem, sondern wir haben ein globales Mobilitätsproblem. Und weil VW sich sehr stark in anderen Teilen der Welt engagiert, so wie fast alle anderen Autohersteller, müssen wir die Hoffnung haben, das ist eine große Hoffnung von mir, dass ähnlich wie in der Telekommunikation andere Länder nicht alle Fehler 100 Jahre machen, bevor sie klüger werden. In China ist man jetzt schon im Stau gelandet und fängt jetzt an, 8-spurige Autobahnen zu bauen, um dann zu wissen, dass auch bei 16 Spuren noch nicht Schluss ist und man trotzdem wieder im Stau landet, sondern diese unheilvolle Fehlentwicklung, die wir in den letzten 80 Jahren in der europäischen und amerikanischen westlichen Form der Mobilitätspolitik gemacht haben, zu überspringen. In der Telekommunikation machen die Afrikaner erfinden keine leitungsgebundenen Telefone mehr, sondern da hat das Handy einen wahnsinnigen Siegeszug gemacht, auch in Asien. Also die haben eine technische Fehlentwicklung, die wir hier in Europa gemacht haben, übersprungen. Ich bin sicher, die sind klüger als wir, die werden eine Massenmotorisierung in unserem Maße, die sie im Moment gerade noch betreiben, weil sie dazu viel verführt werden. Ich habe eine ganze Menge in Afrika gearbeitet und weiß, wie die Eliten in Afrika aufs Auto konditioniert werden und wie ganz viel Geld in unsinnigen Straßenbau in Afrika geht. Die werden klüger und schneller klüger. Und deswegen ist mein Zukunftsmodell nicht ein exklusives für die reichen Deutschen, sondern mein Zukunftsmodell ist ein globalisierbares Mobilitätsmodell für eine bessere Mobilität. Aber wir müssen erstmal hier anfangen. Nein, wir müssen überall anfangen. Gut, schauen wir mal, wie wir das machen. Herr Professor Steiger, wie ist denn Ihre Idee von Mobilität? Ja, also Konsens scheint ja schon zu sein, das Auto muss raus aus der Stadt. Und das war in der Politik fast schon immer Konsens, Gott sei Dank bei den Bürgern nicht. Also ich denke, das sind wieder typische Zeichen meiner Meinung nach dafür, dass man die Wurst vom falschen Ende her anpackt. Meines Erachtens nach muss man an einer ganz anderen Ecke oder sagen wir vorne anfangen, nämlich bei den Kunden, bei denjenigen, die diese Mobilität nutzen wollen. Jede Mobilität, egal welche Art, ob von Gütern oder Personen, hat einen Zweck. Und dieser muss zunächst einmal erfüllt werden. Und wenn, egal welches Angebot, und wenn er noch so in den Kram passt, noch so den Dogmen entspricht, dieses Bedürfnis nicht erfüllt, dann wird es von den Kunden nicht akzeptiert werden. Davon leben wir, auch die Automobilindustrie. Deshalb bauen wir die Autos so, wie sie heute aussehen, weil das die Dinge sind, die im Moment unsere Kunden haben wollen. Und zwar ziemlich weltweit. Wo ist immer die Frage, wo ist die Henne und das Ei? Ja, das wird sich ändern. Wir sehen ja schon, dass es sich ändert. Wir sehen ja jetzt gerade in den Städten, dass sich hier, ich sag mal, wo alternative Angebote da sind, dann natürlich auch Schwerpunkte verschieben. Da haben wir auch noch nie irgendetwas dagegen gehabt. Wir werden dem Trend folgen und werden uns darauf einstellen. Und wir gehen auch davon aus, und da stimme ich mit überein, dass in China etwas passieren muss. China kann so nicht weitermachen. Sie können nicht einfach unsere bisherigen Gewohnheiten übernehmen und einfach fortführen, weil dort eine Masse auftritt, die diese Erde jetzt, ich sag mal, einfach nicht mehr erträgt. Wir haben weder die Ressourcen noch die Flächen dafür, um das gleiche Mobilitätsszenario in China auszubauen. Da passiert ja auch einiges. Da passiert einiges. Das merken wir hier gar nicht so, dass hier doch deutliches Umdenken stattfindet. Und man drosselt hier schon den Fahrzeugabsatz in den großen Städten. Dort werden Lizenzen verlost, sodass es schwierig wird, ein Fahrzeug überhaupt noch zuzulassen. In Japan oder in Tokio ist der Stellplatz teurer als das Auto. Also es gibt Bewegung an der Stelle. Nichtsdestotrotz. Es ist immer wichtig, es gibt keine sinnlose Mobilität, sondern immer eine bedarfsgerechte Mobilität, die muss erfüllt werden. Mit welchem Angebot? Da können wir uns bemühen, mit neuen Technologien das so zu gestalten, dass es am Ende wesentlich effizienter und ökologischer ist.
Das machen wir, indem wir versuchen, alle möglichen Antriebsarten effizienter zu gestalten. Ein Riesensprung ist die Elektromobilität, weil hier ein Faktor 3 gewonnen wird, was die Gesamteffizienz betrifft. Das hilft gewaltig. Die Frage ist, inwieweit wir eben damit die Mobilitätsbedürfnisse erfüllen können in Zukunft. Und das ist eben sehr unterschiedlich, sehr individuell. Jeder Kunde ist anders, das Umfeld ist anders und eine Stadt, die ein vernünftiges öffentliches Angebot an Alternativen hat, wird weniger Fahrzeuge erfordern. Und dort, wo dieses Angebot fehlt, wird natürlich alles wieder auf die Fahrzeuge gehen, ob die jetzt gewünscht sind oder nicht. Aber ich muss erstmal ein vernünftiges Angebot haben. Also über E-Mobilität, vielleicht auch noch andere Technologien, die denkbar sind, um eben ein auch Null-Emissions-Auto hinzubekommen, reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal diesen Aspekt jetzt erst vertiefen. Autos raus aus den Städten, also da die Frage, oder nur Autos, die keine oder wenig Emissionen haben. Ist das irgendetwas, was Sie alle anstreben? Herr Monam hatte sich gemeldet und dann Herr Dr. Hofreiter. Also, der reine Slogan Autos raus aus den Städten führt ja da, wo er wirklich umgesetzt wird, in der Regel zu Mini-Lösungen. Also Sie können sagen, die Fußgängerzone, das ist der Bereich, wo die Autos rausgeflogen sind. Ich sage nochmal, wenn die Fußgängerzone mit dem Bau von 6.000 neuen Stellplätzen am Rande der Fußgängerzone verbunden ist, dann wird der Stau dadurch nicht kürzer, das Problem wird dadurch nicht kleiner. Wir haben 60 Jahre St. Florians Politik im Verkehr hinter uns. Weil wenn die Hauptverkehrsstraße im Ortskern zu voll ist, dann bauen wir eine neue Ortsumgehung. Da könnten Sie sagen, das klingt so ähnlich wie Auto raus aus den Städten, aber dadurch haben wir nicht weniger Autoverkehr, sondern wir haben sehr viel mehr Autoverkehr heute, nachdem wir etwa 30.000 deutsche Ortsumgehungen gebaut haben. Mhm. Also ist die Frage sehr viel mehr, und da bin ich wieder im ländlichen Raum, weil das für mich ganz wichtig ist. Wir tun so, als ob die Schlacht um die Zukunft der Mobilität in den Metropolen geschlagen würde. Das ist ein großer Irrtum. Die Schlacht um die Zukunft der Mobilität wird im Dorf geschlagen, im ländlichen Raum, in den Kleinstädten. Und es gibt sehr viele gute Beispiele in Deutschland, wo in Kleinstädten, im Dorf, öffentlicher Verkehr so organisiert wird, dass Auto nicht nötig ist. Dass also der ländliche Raum nicht Autoland bleiben muss. In der Beschreibung des Status quo ist es zunächst mal richtig. Im Status quo haben wir jämmerlich kleine Marktanteile des öffentlichen Verkehrs im klassischen durchschnittlichen ländlichen Raum. Die bewegen sich so bei 3%. Aber wir haben Ausnahmen von ländlichen Regionen, wo auch der öffentliche Verkehr an 20% rankommt. Das hängt davon ab, was der Bürgermeister selber im Kopf hat. Und da möchte ich Herrn Steiger noch mal deutlich recht geben, die Kunden sind lernfähig. Wir merken, dass das Umsteigen eine Sache ist, die auf der Seite des Publikums sofort beginnt. Brauchen wir nur auf den Radverkehr zu gucken. Da steigen im Moment Millionen und Abermillionen um und fahren wieder Fahrrad, weil sie merken, das geht heute und im Mittelgebirge mit Hilfe von Pedelec. Also wir haben nicht irgendwie nur noch Mitbürgerinnen und Mitbürger mit der Windschutzscheibenperspektive, die lauter Autofreaks sind, sondern wir haben, und das ist erstmal ein hoffnungsvolles Zeichen, wir haben eine relativ differenzierte Verkehrswelt in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben ein viel größeres Problem bei den Entscheidungsträgern. Weder im Bundestag die dafür zuständigen in den Ausschüssen, ich sag mal Verkehrsausschuss, noch in den Landtagen die dafür zuständigen, noch in den Kreistagen, noch in den Gemeinderäten sind soweit, dass sie multimodal denken, sind soweit, dass sie im Prinzip die Autofixierung das Erste wäre ja, dass man im Straßenbauetat massiv auf die Bremse steigt, dass man aufhört in ein System, von dem man weiß, wir brauchen weniger Autos und für weniger Autos brauchen wir weniger Straßen und für weniger LKWs brauchen wir auch weniger Straßen. Dabei sind wir dabei, mal wieder ein riesen neues Investitionsprogramm aufzulegen. Herr Dr. Hofreiter, wollen Sie da direkt darauf antworten? Ich wollte eigentlich darauf antworten, zur Aussage der Kundenwünsche. Insbesondere im besiedelten Bereich. Man darf ja eins nicht vergessen. Man sagt immer, ja, okay, das sind die Kundenwünsche. Aber gerade meiner Erfahrung nach im Bereich Verkehr, Mobilität, sind die Kundenwünsche sehr, sehr differenziert, je nachdem, was die Menschen gerade sind.
Wenn Sie gerade selber im Auto sitzen, haben Sie den Wunsch, überall mit maximaler Geschwindigkeit hinzufahren, möglichst keine Beschränkungen zu erleben und an Ihrem Ziel sofort einen Parkplatz vorzufinden. Wenn Sie selber in der Straße wohnen, haben Sie den Wunsch, dass hier eigentlich überhaupt niemand fährt, maximal, wenn dann mit 7 Stundenkilometern, und dass es keinen einzigen Parkplatz gibt, dass man nicht so sehr auf sein Kind aufpassen muss oder dass man selber einen Lebensraum vor Ort hat. Deshalb das mit den Kundenwünschen argumentieren ist, entschuldigen Sie für die Deutlichkeit, einfach Unsinn in dem Zusammenhang, sondern man muss sich da überlegen, was die Menschen gerade sind, und am Ende ist es dann eine Machtfrage. Nämlich eine Machtfrage, wer entscheidet, wie der knappe Raum verteilt wird. Und das ist schlichtweg so, dass in der Vergangenheit letztendlich Verkehrspolitik ausschließlich gemacht worden ist von durchschnittlich alten bis älteren Männern mit einem durchschnittlich hohen Einkommen, mit Autobesitz, die selber noch nie einen Bus oder eine Eisenbahn von innen gesehen haben und deshalb sich überhaupt nicht vorstellen konnten, welche Bedürfnisse haben, die sich nie selber um Kinder kümmert haben, die nie selber einkaufen waren, die nie Versorgungsarbeit gemacht haben und sonst irgendwas. Und die haben einfach mit Macht entschieden, dass der Kundenwunsch ist, dass der nahezu gesamte zur Verfügung stehende Raum Ihnen als Autofahrern gehört. Ja, und dann zu sagen, der Kundenwunsch ist, mit dem Auto überall hinzufahren, entschuldigen Sie, das ist einfach das Ergebnis eines politischen Prozesses, der mit Macht durchgesetzt worden ist, darzustellen als etwas, das der Kunde von sich aus heraus macht. Nicht, wenn Sie eine Stadt anders gestalten, wenn Sie die Aufteilung anders gestalten, ist plötzlich der Kundenwunsch ein völlig anderer. Das heißt, Sie würden also auch... Sie sehen aber auch eben da den politischen Handlungsspielraum und auch, ja, dass die Politik wirklich da Vorgaben geben muss, mit Macht eben in die andere Richtung. Man muss natürlich im Idealfall mit guter Bürgerbeteiligung, man muss da in eine andere Richtung steuern. Das ist ganz, ganz schwierig, weil Menschen selbstverständlich auch Gewohnheitstiere sind. Einer der Gründe, warum Angela Merkel so erfolgreich ist, weil sie eben keine Politik macht. Zumindest nie Politik Politik ankündigt, sondern so tut, als wenn sich immer alles gleich bleiben würde. Und das ist im Grunde, wenn man ganz ehrlich sein soll, das Erfolgreichste, was du Menschen anbieten kannst. Aber deshalb muss man da mutig in Konflikte reingehen und sagen, ja Leute, es muss sich halt schlichtweg was ändern, aber am Ende wird die Freiheit und die Lebensqualität für euch größer. Das muss man nicht nur gut erklären, nämlich wenn man Politik daran scheitert, dass sie falsch erklärt worden ist, dann war es wahrscheinlich falsche Politik, sondern man muss entsprechend das mit den Leuten gemeinsam entwickeln. Das kann mühevoll zäh sein, das kann lästig sein, das kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben, wenn man bestimmte Leute mit dabei hat, aber ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen. Sagen Sie aber da noch mal ganz konkret, was wird denn dann vorgegeben, dass wir dann andere Strukturen haben, so verstehe ich Sie jetzt? Ganz schlichtweg bei der Aufteilung des Raums, bei der Aufteilung des Platzes in der Stadt ist weniger Platz für Auto zum Fahren und zum Stehen und mehr Platz für Fußgänger, mehr Platz für Leute, die einfach auf der Straße sich aufhalten wollen, mehr Platz für Kinder oder auch erwachsene Menschen auf der Straße zu spielen, mehr Platz für Fahrradfahrer und ein besseres Angebot für den ÖPNV, ein viel besseres Angebot des ÖPNVs, auch eine bessere Verknüpfung aller Verkehrsmittel, eine bessere Verknüpfung auch des Autos mit den übrigen Verkehrsmitteln, und dann hat man eine weitaus größere Freiheit der Menschen zu entscheiden, welchen Kundenwunsch sie denn haben. Denn in vielen Fällen ist ja im Moment so, wenn man sagt, naja, wir ändern hier was, dann heißt ja, ihr schränkt die Freiheit ein. Ja, was heißt denn, wir schränken die Freiheit ein? Wir ermöglichen im Grunde für viele Leute erst Freiheit. Denn im Moment ist Mobilität entweder so, entweder du fährst mit dem Auto oder... Ja, du bist halt nicht mobil oder nimmst ganz, ganz lange Strecken auf dich, dass du mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehst. Das kannst du immer noch, aber 50 Kilometer zu Fuß gehen ist halt zum Pendeln vielleicht nicht die optimale Möglichkeit, oder es auch mit dem Fahrrad zu schaffen. Da muss man schon sehr sportlich sein. Das heißt, man erweitert im Grunde die Freiheit. Allerdings muss man das entsprechend mit Veränderungen und Angebotserweiterungen machen. So, Herr Professor Steiger, Sie wollten darauf antworten. Und dann, Herr Professor Mayer, vielleicht... Beschränken Sie sich so ein bisschen, weil dann können wir ein bisschen... Okay.
Bitte. Das ist aber, ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir brauchen ein vernünftiges Alternativangebot. Wir können nicht einfach auf der einen Seite Einschränkungen machen, so wie es heute sehr viele Bürgermeister machen, die einfach jedes Jahr 3% Parkplätze rausnehmen, aber gleichzeitig einen Teufel dafür tun, dass die Fahrradwege gebaut werden und der öffentliche Verkehr ausgebaut wird und zuverlässiger wird. Das geht nicht, meiner Meinung nach, weil das wird genau den Frust produzieren, den Sie alle nicht haben wollen. Und so ist aber lange Zeit operiert worden, einfach indem man sagt, wir drängen hier was raus, ohne eine Alternative anzubieten. Die Mobilität ist ein Bedürfnis jedes Bürgers. Jeder möchte mobil sein, egal ob jung oder alt. Und wenn ich da keine Alternative biete, dann wird es schiefgehen. Das wird zu einer richtigen Revolte werden, weil das ist ein Urbedürfnis, seit der Mensch laufen kann. Ja, Herr also, erstens, Deutschland ist ja sehr differenziert. Wir haben im Moment Städte, die relativ paradiesische Verhältnisse haben, hohen Anteil öffentlichen Verkehr, auch kleine und Mittelstädte, hohen Anteil Fahrradverkehr, hohen Anteil Fußverkehr, geringen Anteil Autoverkehr. Das geht in Deutschland schon heute, das gibt es. Und wir haben andere Städte mit der gleichen Größe und ähnlichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen, wo es einen sehr hohen Anteil, ich sage mal hohe Anteile von Autoverkehr sind, wenn die bei 60% am Verkehrsmarkt liegen, geringe Anteile von Autoverkehr sind, wenn die etwa bei 30% liegen. So, und das ist heute schon, wenn Sie sich, gibt wunderbare Statistiken, wo Sie für alle Orte, MID und andere Statistiken, wo Sie das für alle Orte auswerten können. Aber wenn wir jetzt bei den Alternativen etwas anbieten, dann müssen wir sehr deutlich unterscheiden zwischen den Alternativen, die relativ leicht und schnell machbar sind. Das ist alles, was im Bereich der Verkehrsberuhigung passiert. Das ist alles, was im Bereich der Fahrradförderung passiert. Da können Sie als Bürgermeister, als kommunale Verwaltung relativ schnell auch viel erreichen. Wo es schwierig wird, ist beim öffentlichen Verkehr. Also wenn Sie die Alternative, ich will jetzt eine S-Bahn machen, die S-Bahn fällt nicht vom Himmel. Das sind teure Infrastrukturen und da landen wir früher oder später bei der Verkehrsfinanzierung. Wir haben im Moment einen Rahmen, wo zunächst mal da, wo neu geplant wird und neu gebaut wird, der Gesetzgeber alle Bauherren zwingt, autoorientiert zu planen. Das ist unser Rahmen im Baugesetzbuch. Im Baugesetzbuch, wenn du was baust, musst du es autoerreichbar machen, du musst Stellplätze anbieten und das wird dann eben umgelegt auf die Eigentümer. So, das ist... Da steht nichts vom öffentlichen Verkehr. Und im Moment haben wir eine dramatische Situation in der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Kleinstädten, in Mittelstädten und im ländlichen Raum und auch im Schienenverkehr. Deswegen stehen wir gerade vor einer Welle neuer Einschnitte im öffentlichen Verkehr. Also da werden nicht etwa neue Angebote entwickelt, sondern da wird zusammengestrichen, weil ja im ländlichen Raum in der Regel der öffentliche Verkehr reiner Schülerverkehr ist. Die Schüler werden alle, wir haben demografischen Wandel. Und was liegt da näher, als dass der Landrat sagt, das Geld ist mir zu schade, ich spare den öffentlichen Verkehr zusammen. So, und Herr Steiger hat ja recht, wir brauchen Alternativen, aber die Alternativen fallen nicht vom Himmel. Der Bürger kann sich seinen Bus nicht selber kaufen, der Bürger kann sich seine Bahn nicht selber kaufen, also brauchen wir, da ist erstmal der Bundestag und dann 16 Landesparlamente gefragt, die Reform der Verkehrsfinanzierung konsequent so durchzuführen, dass die Alternativen deutlich besser gestellt, deutlich mehr gefördert würden. Landen wir auch beim Steuerrecht, also bei der Frage, wie ist denn das mit der steuerlichen Begünstigung der Company Cars und. Also wir haben einen rechtlichen Rahmen, der im Prinzip nach wie vor ganz viel in die falsche Richtung steuert, nämlich mehr Straßen und mehr Auto und mehr Parkraum. Mhm. Wenn sich das nicht ändert, dann kann zwar ein Bürgermeister, der sehr überzeugt ist, ich habe 15 Jahre kommunale Planung begleitet, 15 Jahre auf der Bundesebene in Modellvorhaben. Ein Bürgermeister, der das will, kann eine Menge bewegen, aber er muss dann schon verdammt viel Power haben und er muss sehr clever sein, um Finanzierungsmodelle für sich gangbar zu machen. Im Normalfall landen wir bei mehr Autoverkehr. Gut, parallel dazu gibt es aber jetzt eben auch von Seiten der Automobilindustrie und anderen eben ja in letzter Zeit mehr Bestrebungen, andere Autos als mit Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Wobei man sagen muss, auch zum Stichwort unserer Gewohnheiten, ich habe jetzt mal nachgesehen, diese
nationale Plattform E-Mobilität, geht also immer noch und ja auch unsere Kanzlerin davon aus, dass wir im Jahr 2020 1 Million Elektroautos haben werden. Das bezweifeln viele Insider, denn so richtig funktioniert das alles bis jetzt nicht. Im vergangenen Jahr zum Beispiel wurden 3000 Autos mit Elektroantrieb neu zugelassen. 600 davon waren nur Privatanschaffung. Das heißt also, die Leute kaufen die Immobilie überhaupt nicht, weil sie zu teuer sind, die Reichweite der Batterien immer noch zu wünschen, Herr Friedrichs. Also das kann sich ja jetzt auch nicht über Nacht ändern, Herr Steiger, oder? Über Nacht ändert sich dabei gar nichts, aber vor 20 Jahren hat auch noch kein Mensch ein iPhone gekauft, weil da gab es die Dinge schlichtweg und ergreifend nicht. Und eine ähnliche Situation haben wir bei den Elektrofahrzeugen auch. Also hier wird einiges durcheinander geworfen. Entweder versteht man die Entwicklungszyklen in Automobilfirmen nicht oder in der Industrie allgemein oder was auch immer. Jedenfalls, es ist nach den ersten Ideen, wo man festgestellt hat, in Forschungsprojekten und Programmen, auch wir intern, dass die Elektromobilität greifbar nahe ist, dass es erste Konzepte gibt, die in die Marktreife gebracht werden können, eine Euphorie, ein Hype ausgebrochen, dass jeder geglaubt hat, wir fahren jetzt, also in spätestens 2 Jahren fahren wir alle nur noch elektromobil unterwegs. Es gab noch ein paar Firmen aus Frankreich zum Beispiel, die das auch noch geschürt haben und die heute mit den Konsequenzen ihres Handelns zu kämpfen haben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir kennen die Entwicklungszyklen, wir wissen, wie lange es dauert, eine neue Technologie, die noch gewisse Nachteile hat, im Markt zu platzieren. Wir wissen, was es bedeutet, Kosten zu reduzieren und haben uns deshalb ein Ziel gesetzt mit 3% Marktanteil im Jahr 2020. Da stehen wir heute noch dazu. Wie viel Prozent? Sorry? 3% bis 3,5% im Jahr 2020 an den jährlichen Neuverkäufen. Und mit dieser Zahl können wir die 1 Million bis zum Jahr 2020 hier in Deutschland darstellen. Das sind dann reine Elektromobile? Nein, oder? Das sind alle Formen der Elektrifizierung, ja. Also auch die Plug-in-Varianten, die aber je nach Fahrprofil, also im Mittel, das zeigen uns die Untersuchungen der Fahrzeuge, die schon im Markt sind, dass sie im Mittel mit etwa 70% rein elektrisch betrieben werden, also 70% Substitution schon, und das finde ich ein hervorragender Wert. Das hatten wir so in dieser Höhe nicht unbedingt erwartet, mit einem Fahrzeug, das 50 bis 60 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Ja. Und darüber hinaus dann eben die batterieelektrischen. Das sind Formen, mit denen wir das einführen können, mit denen wir Kunden zeigen können, dass es machbar ist und die wir dann nutzen können, um die Skaleneffekte zu erzeugen und die weitere Entwicklung, um die Kosten so zu senken, dass wir im Jahr 2020 ohne Wenn und Aber wettbewerbsfähig sind gegenüber konventionellen Fahrzeugen. Was heißt Wettbewerbsfähigkeit? Also sie werden dann nicht mehr teurer sein als Nein, im Rahmen einer TCO-Rechnung auf 3 Jahre bezogen, werden sie auf jeden Fall mindestens gleichwertig sein, wenn nicht sogar Vorteile auf der Elektromobilitätsseite. Jetzt könnte man ja zum Beispiel auch sagen, um das weiter zu fördern, schafft man irgendwelche Anreize, dass die Bevölkerung das auch kauft oder die Politik überlegt sich andere Weichenstellungen, also nur noch wer so ein Auto fährt zum Beispiel, darf damit in die Stadt. Herr Hofreiter, wäre das eine Idee? Ja, wir haben Vorstellungen in der Hinsicht, dass man da Anreize schafft, aber was ich zum Beispiel nicht schätze, sind so Ideen wie mit dem Elektroauto darf ich dann auf der Busspur fahren. Nämlich dann kann ich die Busspur gleich knicken. Nämlich man wird es von Weitem nicht erkennen können, ob das ein Elektroauto sein wird oder nicht. Also man muss sich da manche Anreize gut überlegen. Wir sind auch der Meinung, dass ein Kaufanreiz zur Marktanführung nicht unklug wäre. Auf der anderen Seite muss man sich in Frankreich anschauen und vielen anderen Ländern, da sind sehr, sehr umfangreiche Kaufprämien entsprechend aufgelegt worden und das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, es hängt auch ganz, ganz stark mit den Produkten als solches zusammen. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, da gibt es einen neuen Autobauer, an dem ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter anderem in einer Minderheitenbeteiligung Mercedes beteiligt ist, der ist gar nicht in der Lage, so schnell zu bauen, wie die Autos ihm aus den Händen gerissen werden. Und das ist ein reines Elektroauto. Natürlich ein Elektroauto der Luxusklasse, ein Elektroauto. Was kostet das? Er kostet 105.000, genau. Ich habe so 100.000 im Kopf. Also da ist durchaus sozusagen, wenn man rechtzeitig auf entsprechende Konzepte setzt, ist da bereits Verkaufserlös möglich. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, verkauft dieser Autobauer in den USA mehr als alle Luxusautobauer Deutschlands im Moment an
höherklassigen Autos zusammen in den USA verkaufen. Und zumindest was die Bestellungen sind. Und es ist, also er ist noch nicht in der Lage, entsprechend auszuliefern, aber die Bestellungen, die eingehen, verkauft dieser eine Startup aus Kalifornien mehr als, wie gesagt, alle deutschen Autobauer zusammen. Da könnte man sich schon die Frage stellen, ob sie wirklich ihre Produktionszyklen so ganz richtig im Kopf gehabt haben. Herr Monheim und dann Herr Steiner. Ich möchte drei Gedanken zu dem Thema Elektromobilität loswerden. Das ist zunächst mal der Grundsatz, das Auswechseln eines Antriebs löst alle anderen Probleme. Ob ich elektrisch im Stau stehe oder benzinisch, ist völlig egal. Ob ich elektrisch totgefahren werde oder benzinisch, ist auch egal. Also im Prinzip ist es viel zu kurz. Es ist viel zu kurz gedacht, einfach nur einen Antrieb auszuwechseln. Deswegen ist auch viel interessanter. Aber es ist schon mal ein Anfang, wenn wir jetzt sagen, ja, aber wir reduzieren Elektromobilität die Emission. Findet in einem anderen Bereich mit ganz dramatischen Dimensionen statt, nämlich im Zweiradbereich, sowohl was jetzt Scooter und Motorräder angeht. In Asien werden jährlich 10, 15, 20 Millionen elektrische Motorräder und Scooter verkauft und Pedelec, also das leicht motorisierte elektrische Fahrrad, hat einen Riesenboom in China, in Indien, hat einen Riesenboom in Dänemark und in den Niederlanden und fängt nun auch bei uns an, die Millionen zu knicken. Also da passiert sehr viel mehr und das wird politisch, ja, im Prinzip so ein bisschen okay, haben wir nichts gegen, ist auch ganz schön. Aber es wird nicht zum Gegenstand der Elektromobilitätspolitik. Und das dritte wird nicht so gefördert, meinen Sie? Ja, gut, also es gibt im Moment einzelne Kommunen, wo zum Beispiel die Einführung von Pedelecs in Leihfahrradsystemen im Rahmen von Forschungs- und Pilotprojekten unterstützt wird. Aber es gibt im Moment keine Kaufanreizförderung und es gibt im Moment noch keine Förderung, wie sie die Niederländer haben. In den Niederlanden müssen Betriebe alle 5 Jahre ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ein neues hochwertiges Fahrrad steuerbegünstigt zu erwerben. Und das ist einer der Gründe, warum in den Niederlanden die Pedelecs, obwohl es da ja keine Berge gibt, einen wahnsinnigen Boom haben. Und jetzt der dritte Gedanke zur Elektromobilität. Die klassische Elektromobilität ist die elektrische. So heißt das Ding, das ist die Straßenbahn. Ich vermisse für Deutschland ein Renaissance der Straßenbahnprogramm, wo nun tatsächlich was dafür getan wird, dass auch wieder kleine Großstädte und Mittelstädte und ein Elektrifizierungsprogramm im Netz der Deutschen Bahn. Wir haben die Elektrifizierung in den 60er Jahren beendet, danach ist nichts mehr passiert. Wir wissen, wie schlimm das ist, wenn wir dauernd die Traktion wechseln, also von Strom auf Diesel wechseln müssen. Wir wissen, dass wir mit Dieseltraktion normalerweise nicht mitten in die Stadt reinfahren können. Also ich vermisse ein Bundesprogramm Förderung der Elektromobilität auf Schienen. Und am Ende kommt dann auch noch der Elektrobus. Also natürlich ist es sehr viel leichter, einen Minibus und einen Midibus mit einer elektrischen Traktion auszustatten, wie es übrigens auch sehr viel leichter ist, die Carsharing-Flotte elektrisch zu machen. Das ist ja das Einfallstor, über das überhaupt nur nennenswerte Zahlen von, ich sag mal, von der Wirtschaft georderten Elektrofahrzeugen reinkommen. Also die ganze Stoßrichtung dessen, was so normal als Elektromobilitätsprogramm der Bundesregierung wahrgenommen wird, stellt mich nicht sehr zufrieden, macht mich nicht sehr glücklich. Da brauchen wir neue Akzente. Es gibt Nachbarländer, die da ganz andere Akzente setzen. Wenn Sie mal die Elektromobilitätsförderung in der Schweiz gibt es große Hersteller im Bereich der Pedelecs ansehen, da gibt es ein nationales Programm, wo Veloland Schweiz elektrisch gemacht wird. Warum haben wir das nicht in Deutschland? Da wird auch mehr gekauft? Ja, aber selbstverständlich. In der Schweiz ist auch das ganze Akku- und Ladeproblem gelöst. Die Schweiz haben praktisch flächendeckend Akkuwechsel- und Akkutauschstationen. Wie an der Tankstelle fahren sie vor, geben ihren einen Akku an und kriegen den nächsten Akku. Also im Prinzip ein hervorragendes Service-System, wo, da bin ich jetzt wieder ganz bei der Autoindustrie, wenn die deutsche Autoindustrie den Mut hat, den nächsten Schritt zu gehen. Sie steigt ja ein bei Car2Go und wie die Dinger alle heißen. Wenn sie sich mehr als Mobilitäts-Service-Industrie versteht und wenn sie vor allem den logistischen Teil, also wir wissen ja, dass unsere neuen Handys uns sehr viele Möglichkeiten im barrierefreien Zugang zum öffentlichen Verkehr erlauben, weil wir einfach auf dem Display sehen, ach so, die Haltestelle ist um die Ecke und 3 Minuten fährt der Bus ab. Wenn wir das alles nutzen und wenn die Autoindustrie die wichtige Rolle, die sie als Großinvestor
dabei spielt. Carsharing hat in Deutschland als Graswurzelinitiative vor 30 Jahren von ein paar Bürgerinitiativen angefangen. Wenn Sie aber jetzt mal, ich sag mal schlapp, wir brauchen in Deutschland etwa 100.000 Carsharing-Autos im nächsten Jahr. Hm. Wer soll die denn kaufen? Also das kauft nicht ein kleines Carsharing-Unternehmen, nicht mal Cambio, das ist das größte private Carsharing-Unternehmen, das kann nur die Autoindustrie, die hätte das Geld, 100.000 Carsharing-Autos von jetzt auf gleich auf die Straße zu stellen. Sie muss es aber wollen. Und das, ich hoffe, sie bewegt sich. Ja, zwei Sachen. Also ein nochmal die Frage, also Beispiel Schweiz oder auch andere Länder mit solchen Anreizen. Ist das was, was sich auf Deutschland Ihrer Meinung nach übertragen lässt? Und dann vielleicht auch noch ein Wort zum Carsharing und dann Herr Hofrat. Natürlich kann man über entsprechende Anreizprogramme eine Technologie in den Markt, ich sag mal, begünstigen, die Markteinführung begünstigen. Man muss aber aufpassen, wie man Anreizprogramme auch unter Umständen wieder ausfadet, um einfach dann den normalen Wettbewerb wieder laufen zu lassen. Man braucht also ein Verfallsdatum dafür. Den Fehler darf man nicht machen, dass man das nicht einschreibt. Am ehesten ist es einmal mengengebunden, dass man einfach sagt, wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann ist auch die Förderung zu Ende und dann muss das eben Marktbedingungen gehorchen. Was wir sehen, sind Handschuhfachprämien, sie lösen in der Regel ganz kurze Spikes aus in der Technologie und anschließend fällt das Ding wieder in den Keller rein und man hat letztendlich nichts gewonnen. Da gibt es klassische Beispiele, wo man das sehr an der Statistik, auch bei Dieselmotoren zum Beispiel, exakt nachweisen kann, dass es nur einen Push erzeugt und anschließend fällt es aufs Gleiche. Die Produkte müssen stimmen, sie müssen die Akzeptanz finden und den Kunden überzeugen. Sie müssen mindestens gleichwertig zum vergleichbaren Standardprodukt sein und mindestens in einer Eigenschaft das überwiegen. Dann werden sie akzeptiert und dazu brauchen wir etwa 3 Generationen in der Regel und dann sind wir soweit, dann funktioniert das auch im Massenmarkt. Also das können wir machen und wir können Anreize schaffen. Und nochmal zu den Pedelecs in China. Die sind natürlich nur deshalb so rasant angestiegen auf diese Zahl jetzt von 20 Millionen pro Jahr, weil man schlichtweg und ergreifend alle Zweitakt- und Verbrennermotoren entfernt hat aus den Städten, sind einfach verboten worden. Punkt. Ja, gut, ja. Und bei uns tuckern immer noch die Zweitakt-Mofas durch die Städte und machen einen Emissions- und einen Geräuschabdruck, der schlimmer ist wie 200 Autos. Herr Hofreiter, jetzt erst noch mal ein Wort zur E-Mobilität. Sie hatten jetzt eben schon sich gemeldet. Was ich immer ganz spannend finde an diesen Debatten ist, sie laufen eigentlich immer gleich. Man sagt auf der einen Seite, natürlich braucht man sozusagen Elektromobilität, auch Elektromobilität in der Form, dass Autos auf Null-Emissionsautos runter müssen. Dann sagt jemand, nein, ganz viel wichtiger ist eine integrierte Verkehrspolitik und all das. In meinen Augen ist es eine vollkommen sinnlose Debatte hin und her, weil wir logischerweise beides brauchen. Man muss sich mal einen Model Split in Deutschland anschauen. Der Model Split in Deutschland ist 80% Autoverkehr. Von der Vorleistung her. Aber das ist für die Umweltauswirkung auch das Entscheidende. 7% haben wir so SPNV, Schiene und so weiter. Und 1% ist nur der Flugverkehr und die restlichen sind alle übrigen anderen. Das heißt, und gleichzeitig muss man wissen, damit wir einigermaßen Klimaschutzziele einhalten können, muss ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland seinen CO2-Ausstoß um 95% reduzieren. Das heißt jetzt also, selbst wenn es gelingen würde, was irre wäre, die Fahrleistung des Automobils zu halbieren und das auf die anderen entsprechend zu verteilen, haben wir immer noch 40% der Fahrleistung im Automobil. Das ist für die Klimaschutzziele, die wir einhalten müssen, unendlich zu viel. Das heißt, wir brauchen selbstverständlich beides. Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik, eine integrierte, mit all den Vorstellungen, die man da entwickelt hat, wo wir ganz weit weg sind. Allerdings muss man sagen, von parlamentarischen Mehrheiten, bei gesellschaftlichen Mehrheiten mag es, wenn man es entsprechend klug erklärt, manchmal anders ausschauen, aber ganz weit weg sind von parlamentarischen Mehrheiten, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir brauchen selbstverständlich eine Autoindustrie, die man, ich glaube nicht, dass es so ohne weiteres von selber einsieht, schon aus
Wettbewerb untereinander, die man gesetzgeberisch dazu zwingt, dass man irgendwann entsprechend bei niedrigen Verbräuchen beziehungsweise irgendwann beim Null-Emissions-Auto ankommt. Und da braucht man gar nicht drüber streiten sozusagen, wenn man das eine fördert, ob das böse ist, oder wenn man das andere fördert, ob das böse ist, sondern es müssen selbstverständlich beide Strategien stattfinden. Es müssen schon allein aus sozialen Gründen beide Strategien stattfinden. Denn wenn man Mobilität für alle Menschen erhalten kann, kann man nicht ausschließlich auf Automobilität setzen, weil es Unmengen Menschen gibt, die zu jung, zu alt sind, die sich kein Auto leisten können oder wollen oder für die einfach das Auto im Moment gerade unpraktisch ist. Aber es wird trotzdem weiter viele Kilometer geben, die mit einem motorisierten Individualverkehrsmittel durchgeführt werden. Und dieses motorisierte Individualverkehrsmittel, das man üblicherweise Auto nennt, das muss schlichtweg mit seinen Emissionen, mit seinen CO2-Emissionen ganz stark nach unten. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite bei der Technologie ansetzen, wir müssen bei der Verkehrspolitik ansetzen und wir müssen diese Dinge gleichzeitig tun. Ist denn der Eindruck richtig, dass es eigentlich immer so Ladehemmung gibt und dass wir zwar die Probleme eigentlich alle kennen, aber dass es gar nicht so richtig ins Rollen kommt, weil das eine das andere behindert? Herr Steiger, Herr Monheim, Herr Hofreiter. Es gibt ganz starke politische Blockaden leider in dem Zusammenhang. Erstens, weil die beiden Dinge gern gegeneinander gestellt werden, weil es natürlich Konkurrenzen um Geld gibt und weil schlichtweg Politik ganz häufig nach dem Mechanismus funktioniert, wir machen weiter das, was in der Vergangenheit erfolgreich war. Und in der Vergangenheit war halt in Augen weiter Teiler der Gesellschaft und ökonomisch, wenn man die Bundesrepublik anschaut, stimmt es ja auch, dieser massive Straßenbau erfolgreich. Jetzt kann man sagen, Deutschland hat das dichteste Straßennetz weltweit, gemeinsam mit Holland, dass wir da längst am Grenznutzen angekommen sind. Aber sowas zu erkennen und solche Muster zu verändern, fällt Gesellschaften ganz extrem schwer und fällt noch dazu in Politik sehr, sehr schwer. Deshalb Neuerungen, auch wenn sie noch so vernünftig sind und noch so logisch klar erkennbar sind, sind oft ganz, ganz schwierig durch althergebrachte, in der Vergangenheit in seinem Denksystem erfolgreiche Systeme durchzukämpfen. Aber das ist vielleicht doch eine Idee, eben in kleinen Bereichen anzufangen. Herr Monheim? Also ich wollte vor allem noch mal die Frage nach dem Auto selber stellen. Wir haben im Moment in unserer Fahrzeugflotte eine Spreizung zwischen einer sehr schönen, positiven Entwicklung, kleine, leichte, kompakte Minis, wie auch immer sie sind. Relativ schwach motorisiert, die Spitzengeschwindigkeit ist nicht mehr maßgeblich, wenn Sie so wollen, praktische kleine, in Anführungszeichen, Stadtautos. Und wir haben auf der anderen Seite einen sehr bedenklichen Trend der Renaissance der Dinosaurier, der großen, der schweren, der hochmotorisierten, der schnellen, der sportlichen. So, und das findet ja zur gleichen Zeit statt. Das eine findet seine Kundschaft und das andere findet seine Kundschaft. Und wenn wir uns jetzt überlegen, weil wir jetzt zunächst mal eben so auf die Elektromobilität geguckt haben, was man denn sonst alles ändern könnte, wenn unser Modell, unser Leitbildauto sich in Richtung auf das kleine, leichte, kompakte, praktische und dann im Zweifel noch im Carsharing betriebene Auto bewegen würde, dann wäre unheimlich viel gewonnen. Aber alle Autohersteller machen beides. Also sie machen im linken Strang etwas sehr Vernünftiges und im rechten Strang etwas sehr Unvernünftiges. Logischerweise ökonomisch, weil das eine kostet 10-mal so viel wie das andere. Da kann man sehr viel mehr verdienen. Also können Sie sagen, als Geschäftsmodell sofort nachvollziehbar, als, ich sag mal, umwelt- und verkehrspolitische Entscheidung nicht mehr nachvollziehbar, weil von dieser Frage schnell, groß und schwer hängt nachher abgeleitet unheimlich viel ab. Es hängt ab, welche Straßen Sie bauen müssen. Für große, schwere, schnelle Autos müssen Sie ganz andere Straßen bauen. Ja, die haben wir ja schon. Ja, wir bauen immer noch auch neue Straßen. Also wenn Sie so tun, wenn Sie mal einfach die Listen, die Wunschlisten, die Anmeldungen zum Bundesverkehrswegeplan angucken, wir sind nicht etwa am Ende des Straßenbaus angekommen, sondern es gibt nach wie vor jede Menge. Ich muss ehrlicherweise sagen, das sind Wunschlisten und gebaut wird das ganze Zeug alles nicht. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, was die Wunschliste von Bayern, wie lange die braucht, um die gebaut zu haben und das bei Finanzmitteln, die ein CSU-Verkehrsminister
zur Verfügung stellen. Raten Sie mal, wie lange es dauert, die Wunschliste zu bauen, die Bayern angemeldet hat für den nächsten Bundesverkehrswegeplan. Sie ist für 15, der nächste Bundesverkehrswegeplan ist für 15 Jahre gedacht. Wie lange dauert es bei den Finanzmitteln, die ein CSU-Verkehrsminister zur Verfügung stellt, das ganze Zeug zu bauen? Was würden Sie schätzen? 160 Jahre, nach offiziellen Zahlen. Aber alle sind da drauf fixiert. Deshalb dann nochmal meine Frage. Dann könnte man, aber man kann ja schließlich jetzt nicht der Automobilindustrie verbieten, solche Autos zu bauen. Dann die Frage, könnte man aber politische Vorgaben machen und sagen, so Premium-Modelle und all diese Spritschlucker und Geländewagen dürfen eben nur noch in die Städte, wenn Sie, weiß was ich, 80 Milligramm pro 100, wie geht das, Kilometer? Noch einfacher. Wir legen einfach feste CO2-Grenzwerte der Automobilindustrie fest. Und wenn es ihr gelingt, ein Null-Emissions-Auto zu bauen, das schön, teuer, luxuriös und groß und schwer ist. Haben Sie nichts dagegen? Dann finde ich es vielleicht immer noch ein hässliches Ding und würde es mir selber nicht kaufen. Aber mein Gott, wir sind ein freies Land. Jetzt muss aber Herr Steiger dazu was sagen. Ja, also natürlich sind wir ein freies Land. Ja, und wir können ja auch gucken, was mit wirtschaftlichen Konsequenzen die Firmen haben, die genau diese Fahrzeuge nicht bauen. Ja, ob sie in 5 Jahren noch gibt, schauen wir mal. Der Markt wird im Moment genau um die bereinigt, die sich eben nur um dieses Kleinwagensegment die ganze Zeit kümmern. Und dort übrigens nichts, aber auch gar nichts für die Verbrauchsreduzierung getan haben. Denn wenn Sie heute mal so einen Kleinwagen irgendwo angucken, dann wird es Ihnen schlecht, was der für einen spezifischen Verbrauch hat. Da hat sich nichts bewegt, weil die Gesetzgebung ja so ist, es müssen nur die großen Fahrzeuge, die müssen erhebliche 50%, 60%, 70% Reduzierung bringen, während man gerade vor kurzem noch mal diese Steigerungsgerade der Emissionssteigerung gekippt hat, um eben die kleinen Fahrzeuge noch mal weniger zu belasten. Und das hat dazu geführt, dass ein Fiat einfach die Hände in den Schoß legt. Ja, so, das nützt ihnen trotzdem nichts, weil die Produkte am Markt vorbei entwickelt werden und einfach andere Fehler auch gemacht werden. Insofern lassen wir den Kunden entscheiden. Ja, wir haben doch bereits eine relativ strenge CO2-Gesetzgebung, wo ich erheblich was dagegen, also 95 Gramm sind mit Sicherheit nicht einfach zu machen und es wird ja, aber da schreit die Automobilindustrie ja schon sehr laut, dass nein, sie das nicht 95, kann. Wir haben gesagt, 95 machen VW wir. Jetzt. Aber Herr Wissmann sagt, er tut so, als ohne geht die Branche unter, wenn sowas durchgesetzt aber wird. Aber darf ich noch mal darauf aber hinweisen? Ganz kurz. Aber das ist ja nein, je nach Modell werden 60-80% aller sogenannten Premiumfahrzeuge von Staatswegen über das Dienstwagenprivileg in den Prozent? Markt gebracht. 60-80% je nach Marke. Aha. Das heißt, der Staat entscheidet, ja manchmal bei manchen Modellen 95%, der Staat fördert maximal die Beschaffung von Autos, die emissions-, umweltpolitisch, verkehrspolitisch sehr bedenklich sind, weil das die Autos sind, die unsere Eliten glauben, brauchen zu müssen. So, dann können Sie sagen, okay, ich würde sofort, andere Länder sind da im Moment dran, das Dienstwagenprivileg kicken, weil der Schäuble muss sowieso sehen, wie er mehr Geld in die Kasse kriegt. Wieso schmeißt er hochsubventioniert Geld reichen Menschen hinterher, damit die dicke Schlitten fahren können? Also der Autoverkehr ist hochsubventioniert und die Autoindustrie macht damit natürlich ein tolles Geschäft. Ich kann ihr das nicht übel nehmen, sie wird das auch selber nicht lassen. Sie wird es erst lassen, wenn der kleine Fiat im Zweifel auch eine Alternative wäre. Also jetzt mal ganz anders gesagt. Also das ist eine schöne populistische Aussage, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Unser meistverkaufter Dienstwagen ist ein Golf, gefolgt von dem Polo und dem Passat. Ja? Weder der Cayenne noch der Audi A8 ist eines unserer meistverkauften Dienstwagen. Weißt, wenn wir dieses Dienstwagenprivileg, wie es so schön heißt, abschaffen, dann treffen wir soziale Dienste, die bei uns in Polo fahren und noch kleine, weil die wissen nämlich dann nicht mehr, wie sie das machen sollen. Da treffen wir. Das sind die großen Volumen, deswegen wo das reingeht. Wir das Dienstwagenprivileg für die Autos abschaffen, die sehr viel verbrauchen und nicht für die, die Sie gerade eben angemerkt haben. Ja, also ich denke ja, Sie stimmen dem zu. Ich stimme dem insofern zu, dass wir werden demnächst Fahrzeuge in dieser Klasse durch eine Teilelektrifizierung eben auch in vernünftige CO2-Werte bringen. Das sind die ersten Fahrzeuge, die wir so aufbauen werden. Und zweitens, die großen und zweitens die diese kleinen Zahlen. Wir gucken schon wieder die großen. Wir gucken jetzt schon wieder auf die kleine Insel Deutschland. Wo verkaufen wir denn unsere Fahrzeuge? Die verkaufen wir in China. Gibt es da ein Dienstwagenprivileg? Nö.
Die verkaufen wir in den USA. Gibt es da ein Dienstwagenprivileg? Nö. Also, das heißt, die Fahrzeuge, wir verkaufen doch die großen Stückzahlen wo ganz woanders. Das hat doch gar nichts mehr mit dem deutschen Markt zu tun. Und wenn das heißt, wir das Moment, nicht tun würden, wären wir schon längst pleite. Das heißt, es ist jetzt ein Plädoyer dafür, dass Sie nichts dagegen haben werden, wenn wir das Dienstwagenprivileg so verändern, dass es an CO2-Grenzwerte gebunden wird und die extrem Verbrauchsstarken nicht mehr unter das Dienstwagenprivileg fallen, weil auf der einen Seite brauchen sie es eh nicht und zweitens verkaufen sie vor allem Dienstwagen im niedriger Verbrauch. Das ist, finde ich, ein super Wort und das wird uns manches mit der SPD einfacher machen. Tolles Ergebnis heute. Herr Stein. Das haben Sie mir jetzt so in den Mund gelegt, ja. Ja, das ist die Schlussfolgerung. Ja, gut, das kann schon, ich weiß nicht, ob mich das mein Job kostet oder nicht. Wofür ich immer plädiere, ist ein Right-Setting, ja. Man kann über alles Mögliche reden. Wenn Sie dann für so ein Fahrzeug irgendwie 20 oder 30 Gramm fordern wollen, dann haben Sie mich natürlich nicht mehr auf der Seite. Man muss realistisch bleiben, ja. Und man muss auch aufpassen, dass man dabei nicht ganz andere trifft, die man eigentlich nicht treffen wollte. Denn große Fahrzeuge haben immer mehrere Definitionen. Es ist auch 7-sitzige Fahrzeuge, die für große Familien sehr sinnvoll sind, weil es besser ist, mit einem größeren Fahrzeug als mit zwei kleinen unterwegs zu sein. Parallel haben auch ihre Berechtigung und die sind eben auch größer und schwerer. Und da kann ich eben nicht mit dem kleinen Cityflitzer damit irgendwo auf dem Land rumfahren, weil es da keinen Bus gibt, da habe ich überhaupt keine Alternative, da bin ich gezwungen. Das darf ich natürlich auch nicht kaputt machen. Da muss man viel stärker differenzieren. Herr Monan, zu diesem Aspekt noch ein Wort. Nein, mir gefällt am Verlauf der Diskussion das nicht, dass wir jetzt wieder nur an den Auspuff und in den Tank gucken. Und dass wir völlig vergessen, dass das Platzproblem das zentrale Problem ist. Wir haben uns über die Flächen unterhalten. Die Städte kranken furchtbar an den ungeheuer großen Mengen Blech, die da rumstehen. Und deswegen kommen wir in keinem Fall umhin, effizienteren Autoverkehr zu haben. Und effizienterer Autoverkehr geht nur mit deutlich weniger Autos. Und da müssen wir in die ganze Parkpolitik, ihre rechtlichen Bedingungen, also wer muss eigentlich Stellplätze schaffen und. Da müssen wir rein. Und dann müssen wir, damit der Platz, der freigemacht wird, wirklich im Sinne der Fußgänger, der Radfahrer und der Stadtökologie genutzt wird. Also wir brauchen Platz für Fußgänger, wir brauchen Platz für Radfahrer, wir brauchen Platz für Bäume und für Grün. So, allen diesen Platz kriegen wir nur, wenn wir die durchschnittlich 3,5 Stellplätze, die in Deutschland ein Auto braucht, wenn wir versuchen, diese Zahl massiv abzuschmelzen. Und da bin ich wieder da, wo ich nach wie vor große Hoffnung auf die Autoindustrie setze. Auf ein richtiges professionelles Engagement der Autoindustrie im Bereich Carsharing und Car2Go, weil das die einzige Fährte ist, auf der sie Chancen haben, die Übermotorisierung zu knacken. Und die Hoffnung ist ja einmal die junge Generation. Also, wenn wir uns angucken, wer macht im Moment Carsharing, dann sind das zunächst mal vor allem junge Menschen. Das sind Menschen, die sagen, ich brauche kein eigenes Auto mehr, was soll der Blödsinn? Das finde ich schon mal hoffnungsvoll. Und im Moment erobert sich das Carsharing die mittleren und die unteren älteren Generationen. So, aber nochmal, das Carsharing braucht Geld, und zwar eine Menge Geld. Dann bleiben wir mal da bei diesem Aspekt. Und es braucht einen Rechtsrahmen, wo das Abstellen von Carsharing-Autos an Carsharing-Haltestellen gesetzlich geregelt ist. Das ist doch unser großes Problem. Ein Taxistand gibt es im Straßenverkehrsrecht, aber einen Carsharing-Stand gibt es nicht. Wir brauchen dringend vom Gesetzgeber einen Rahmen, damit Carsharing sich entfalten kann. Und den haben wir nicht. Und dann soll die Autoindustrie ein paar Milliarden nehmen und soll in dem Bereich, wo sie im Moment noch zögerlich ist, Car2Go in Ulm fängt mit 200 Smarts an. Also 200 Smarts ändern die Welt noch nicht. 200.000 Smarts würden die Welt ändern. Ja, aber das ist ja mein Anfang. Also ich denke mal, das ist ja klar. Wir haben einmal beim Carsharing das System, man geht irgendwo hin und leiht sich ein Auto. Oder aber Car2Go, es steht um die nächste Ecke. Ja. Ja, da haben Sie nämlich dann auch wieder noch ein anderes Problem, also da mit dem Bereitstellen der Wagen, das bezieht sich ja eigentlich nur auf Firmen wie Flingster oder Cambio. Also es gibt schon zwei verschiedene Systeme und man muss natürlich sagen, die gibt es bisher vernünftig nur in den Großstädten, wo auch dann vor allem die junge Generation sagt, wir wollen gar kein Auto mehr, wir nehmen das. Auf dem Land, in kleinen Städten ja, ist das schwierig. In der Schweiz gibt es Carsharing Mobility, ist schweizweit.
In der Schweiz machen sie Carsharing auch auf dem Dorf. Gut, aber es ist ja auch ein Anfang. Man kann ja auch überlegen, wie weitet man das auf mittlere und kleinere Städte aus. Bisher funktioniert das nicht. Aber zwei Thesen. Einmal, da muss sich jetzt die Autoindustrie engagieren und wir brauchen die Politik, die uns da entsprechende Vorgaben macht. Richtig, zum Beispiel auch mehr Plätze schafft, damit solche Autos auch irgendwo gelassen werden können. Herr Steiger. Also wir brauchen zwei Dinge. Einmal müssen die Kunden das akzeptieren. Das hängt sehr stark davon ab, wie ich einen Parkplatz finde, wie einfach es ist, das abzustellen und so weiter und wie das gepflegt wird insgesamt, ob da noch die Essensreste von meinem Vorbesitzer drin oder Vorfahrer drin liegen, wie das gehandhabt wird. Ja. Das geht in Deutschland, aber gehen Sie damit nach Polen oder wo auch immer, dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Also streichen Sie das wieder aus dem Protokoll. Ja. Es gibt war jetzt politisch nicht korrekt. Nein, ja. Das ist auch bei uns so der Fall. Es gibt bei uns, wir haben ja intern auch solche Tauschfahrzeuge, da sind auch manche so, dass ich immer explodiere, weil ich sage, was haben wir viel. Gut, aber das finanzielle das ist was anderes. An der Auto. Wir sind bereit, dort zu investieren, wo wir langfristig eine Erfolgsmöglichkeit sehen, das heißt Profite generieren können. Und da muss man sehr abwägen, in welcher Stadt es heute machbar ist. Auch Car2Go funktioniert nicht überall. Wo Car2Go heute installiert wurde, das sind die Leckerbissen dort, wo man weiß, dann funktioniert das. Car2Go würde zum Beispiel, wie jetzt in Hannover, wo wir aktiv sind, niemals funktionieren, weil es eine völlig andere Stadt ist, mit völlig anderen Bedürfnissen im Vergleich zu Berlin. Wir haben dort unser Quick-Car-System im Moment in der Erprobung, das von festen Stellplätzen ausgeht. Die Erfahrungen, die wir dort machen, sind völlig andere, wie unsere Daimler-Kollegen hier mit Car2Go in Berlin. Sagen Sie mal ein Während Beispiel. Zum Beispiel im Car2Go ist die mittlere Mietdauer irgendwo bei 20, 25 Minuten. Es werden 4-5 Kilometer gefahren. In Hannover haben wir eine mittlere von 3 Stunden. Und eine Fahrtstrecke von über 150 Kilometern. Da geht es schon so, dass wir dort mit einem batterieelektrischen Fahrzeug schon nicht mehr zurechtkämen. Das würde uns erheblich einschränken vom Volumen her, weil wir nur einen Im Teil Moment, aber die, abschränken. Die nein, Zukunft es, ist nein, es ist einfach so, in Hannover ist der Individualbesitz an Fahrzeug viel größer als hier in Berlin. Weil wir einfach wesentlich stärker in die Fläche orientiert hinein sind. Wenn Sie aus Hannover raus sind, stehen Sie im Niemandsland. Ja, da gibt es auch keinen öffentlichen Nahverkehr mehr, weil da kein Bus rentabel fährt. Deshalb sind Leute, die dort ein Fahrzeug nutzen, in der Regel zum Beispiel nach Göttingen unterwegs. Das sind nicht die, die jetzt nur in Hannover um die Ecke fahren, weil das machen sie mit ihrem eigenen Auto. Und die von außen kommen, die über den Flughafen reinkommen, die haben gar nicht dieses Bedürfnis, sondern die wollen nach Göttingen weiter, weil es dort keinen Flughafen gibt. Ja, oder was weiß ich warum. Das heißt, man muss das adaptieren auf jede Stadt und dort erproben, ob das wirtschaftlich darstellbar ist. Und wenn das wirtschaftlich darstellbar ist, dann machen wir das. Naja, das ist ja eben der Punkt, dass es sich in vielen Städten ja offenbar finanziell noch gar nicht lohnt. Es geht nicht überall. Mit den heutigen Rahmenbedingungen funktioniert es nicht überall. Jetzt ein Wort zu den politischen Vorgaben. Wie kann man das fördern, auch in den kleineren Letztendlich, Städten? Letztendlich dadurch, dass wir andere Mehrheiten bekommen. Seit 8 Jahren wird rumgepröbelt im Verkehrsausschuss an entsprechenden Stellplätzen für Carsharing. Anbieter. Warum funktioniert es nicht? Zuerst hat man eine große Koalition, wo die CDU das Ganze blockiert hat. Jetzt haben wir eine schwarz-gelbe Koalition, wo die gesamte Koalition das Ganze blockiert. Und Demokratie funktioniert halt mit vollem Recht, mit Mehrheiten. Und selbst wenn man sowas als richtig erkannt hat und sich ganz sicher ist, dass es richtig ist, dass es sowas braucht, muss man, und es sind Minderheitenpositionen, diese Minderheitenpositionen parlamentarisch zur Mehrheit Aber da könnte sich ja auch die Automobilindustrie genau. stark machen und dafür vielleicht sorgen, im Moment geht es halt mit Schwarz-Gelb, obwohl es da sowohl SPD als auch Grüne, auch SPD ganz viel Energie reingesteckt hat, dass das endlich was wird. Es ist nichts geworden. Herr Mona. Also ich wollte genau Ihr Argument aufgreifen in all diesen Dingen. Ich sage dazu, ich bin seit knapp 50 Jahren in dem Metier unterwegs. In all diesen Dingen macht es einen Riesenunterschied, ob vor 30 Jahren eine kleine Bürgerinitiative ankam und gnädig gefragt hat, ob sie 3 Stellplätze für Carsharing kriegen kann, oder ob wir in Stadt Bremen, Ralf Fix sitzt da gerade, wo in Bremen, weil das Recht das noch nicht erlaubt, die sich was Eigenes haben einfallen lassen, und in Bremen läuft das ja relativ gut mit den Mobilstationen, oder ob, und da kommt jetzt wieder meine Hoffnung auf die Autoindustrie, also ich glaube schon, dass in den Top-Etagen der Autoindustrie
das Nachdenken über die Zukunft der Mobilität in einer Weise begonnen hat, die in dieser Qualität neu ist. Ich werde da nachher noch eine ganz kleine Anekdote über einen Topmanager von VW, mit dem ich mal eine Fernsehdiskussion hatte, zum Schluss loswerden. Aber wenn die Autoindustrie dem Blockademinister Rössler, der Wirtschaftsminister ist der Blockierer in dieser Carsharing-Stellplatzgeschichte, dreimal sagt, und zwar einmal der Chef von BMW und einmal der Chef von Daimler und einmal der Chef von VW und von mir aus auch noch ein Ford-Mensch und ein Opel-Mensch, wir brauchen jetzt eine Parkregelung für Carsharing, dann kommt das natürlich in Bewegung. Da haben wir wieder Machtverhältnisse, wo das bisher, das war ja in der grünen Ecke. Und was aus der grünen Ecke kam, das musste eben möglichst abgelehnt werden. Und jetzt kommt die kleine Anekdote. Ich habe mit dem früheren Forschungschef von VW 1976 oder 77 eine Fernsehdiskussion beim WDR gehabt, wo er allen Ernstes gesagt hat, das Fahrrad ist ein reines Spielzeug und Sportgerät. Das Fahrrad ist kein Verkehrsmittel und deswegen brauchen wir auch keine Fahrradpolitik. Das ist in einer Zeit gewesen, wo auch viele Planer, Generalverkehrsplaner, den Fahrradverkehr in ihren Generalverkehrsplänen mit einem Absätzchen sinngemäß hieß, dass das Fahrrad ist ein ausgestorbenes Verkehrsmittel. Wir brauchen uns um den Radverkehr nicht mehr zu kümmern. Das muss man sich vorstellen, zu Zeiten, als jedes Jahr 4 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft wurden. So, wir haben also bei den Eliten, jetzt komme ich auf meinen Zorn, wir haben bei den Eliten eine solche Ignoranz, eine solche Blockadementalität, dass sich im Verkehr was ändern darf, dass ich jetzt die Elite-Autoindustrie ganz positiv anspreche und sage, Mensch, wenn ihr in Bewegung kommt, dann wird sich im Land was ändern. Herr Scheier, ist das realistisch, dass die Automobilindustrie insgesamt sich dafür stark macht? Also wir sind ja zu dem Punkt schon unterwegs. Also wenn wir, es gefällt uns natürlich auch nicht, wenn wir bei unserem Versuch in Hannover diese Stationen zu platzieren, jeden Platz einzeln erkämpfen müssen. Mit dem Bürgermeister in der Regel. Es muss auf lokaler Ebene gemacht werden. Hier in Berlin müssen sie auch um jeden Straßenzug kämpfen, wo sie die Car2Go-Fahrzeuge abstellen lassen wollen. Oder beziehungsweise sie verhandeln überall über die Parkgebühren, die im Voraus bezahlt werden, damit man das eben überall abstellen kann und hinterher das Fahrzeug nicht abgeschleppt wird. Das heißt, da kassieren die Städte schon Pauschalen dafür. Da muss man mit jedem Einzelnen aushandeln, wie viel ist es denn? Und das ist natürlich dann, geht sofort in eine wirtschaftliche Kalkulation rein. Und wenn da ein Risiko besteht, dass mich dann hinterher irgendeiner übers Ohr haut und mir da so viele Parkgebühren abknöpft, dass ich das Ganze nicht rechne, dann lasse ich natürlich die Finger davon. Selbstverständlich sind wir dafür, dass man verlässliche Rahmenbedingungen für all diese neuen Modelle bekommt. Und da sind wir uns auch alle einig, das wollen wir haben. Ja, dass man dafür natürlich auch dann kämpft. Also wir sagen, wo wir relativ einheitlich unterwegs sind, vielleicht die eine oder andere kleine Ausnahme. Wir wollen keine allzu großen Subventionen. Das ist Quatsch, weil das sind Strohfeuer. Wir wollen verlässliche und vernünftige Rahmenbedingungen, sodass wir uns darauf einrichten können. Weil dann kann man eine Kalkulation machen und kann seine Produktpaletten und die Angebotspaletten, ob das jetzt eine Mobilitätskarte ist, ob das jetzt ein direkter Einstieg in Carsharing ist oder in Fahrradverleih oder was auch immer, das können wir dann kalkulieren. Und wir werden das machen, was sich wirtschaftlich trägt. Herr Hofreiter. Da haben wir ja schon das Nächste, was wir festhalten können. Die deutsche Autoindustrie kämpft gemeinschaftlich dafür, dass beim Parkrecht sich was ändert in Bezug auf Carsharing. Ich erwarte dann auch, dass das der VDA entsprechend im Wirtschafts-, Verkehrs- und Kanzleramt so vorträgt. Muss man jetzt fairerweise sagen, Herr Steiger ist jetzt kein Repräsentant des VDA. Ja, aber wenn VW, glaube ich, von der Spitze her beim VDA was anmeldet, dann glaube ich, wird sich der VDA dem nicht völlig verschließen. Vermute ich zumindest mal. Also können Sie da Konsens herstellen? Ja, und das Weitere, was wir noch schön festhalten können, ist, dass die Autoindustrie nicht so viele Subventionen haben will, weil die nur Strohfeuer erzeugen. Das ist auch was sehr, sehr Positives. Herr Monheim. Ich wollte Ihnen noch mal ein anderes Beispiel geben, wo sich dann der Kreis an den Anfang wieder schließt. Ich mache im Moment ein Pilotprojekt von etwas, was die Älteren unter Ihnen alle noch kennen, nämlich kombinierter Personen- und Güterverkehr in Bussen, Kombibus. Die Älteren unter Ihnen kennen den alten Postbus, den guten alten Postbus, der in Deutschland flächendeckend in den letzten Winkel fuhr und kombinierten Personen- und Güterverkehr gemacht hat. So, dieser Fortschritt, dieses eine Pilotprojekt, hat im Land Brandenburg erstmal eine gesetzliche Änderung vorausgesetzt. Jetzt müssen wir in 16 Bundesländern auch wieder antreten. Und das ist, Herr Hofreiter,
ein wichtiger Hebel, um die Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Verkehrs quasi von jetzt auf gleich zu verdoppeln. Weil ich nämlich jetzt zwei Geschäfte mit einem Fahrzeug mache. Die Fahrzeuge haben Ladekapazitäten, die Busse haben Ladekapazitäten. Und wenn wir da jetzt auch Güter mit befördern, nicht in jedem Bus, sondern zweimal am Tag, dann haben wir da ein neues Geschäft. Und jetzt wird es interessant. Das führt dann zu etwas, wo die Grünen ganz viel Verständnis für haben, nämlich plötzlich beliefern wir kleine Läden, die von den großen Sattelschleppern der Edekas und Co.s nicht mehr beliefert werden und deswegen nicht mehr existenzfähig sind. Mit diesem neuen Trick setzen wir etwas in Bewegung, was Dezentralisierung möglich macht, was den Laden an der Ecke wieder möglich macht. Damit haben wir wieder weniger Autoverkehr und damit kommt etwas in Gang. Und jetzt kommt wieder mein Zorn auf die Eliten oder ich sag mal auf die Bremser in diesem Land. Wir sind in allen diesen Dingen ein extrem innovationsfeindliches Land. Ich habe 50 Jahre meines Berufslebens mit Modellvorhaben und Pilotprojekten verbracht, mal auf der Bundesebene, mal auf der Landesebene. Und wenn immer du eine neue Idee hast, dann treten die alle an, die Knüppel dir zwischen die Beine werfen, die Bedenkenträger, die Juristen, auch das Straßenverkehrsrecht, meine Güte, was wird da nicht alles erfunden, damit das besser nicht gemacht wird, was wir an neuen Ideen haben, zum Beispiel der Linksverkehr bei Rendezvous-Haltestellen in Stadtbussen. Alle wissen, Busse haben normalerweise ihre Türe rechts. Wenn Busse ihre Türe rechts halten, halten die immer nur am rechten Rand. Wenn sie aber eine Rendezvous-Haltestelle haben wollen, dann sollen die Leute auf kürzesten Wege vom Bus 1 in Bus 2 aus der einen Tür raus in die andere Tür rein. Das kann man technisch in Deutschland aber nur machen, wenn man Linksverkehr macht. Ich habe 3 Jahre mit den Straßenverkehrsfuzzis kämpfen müssen, bevor ich das erste Mal in Deutschland Linksverkehr an einer Bushaltestelle einführen konnte. An solchem Pipifax. Wo ist das Gewinn? Das war in Lemgo. Es war ein sehr erfolgreiches System. An solchem Pipifax. Und solange unsere Politik nicht endlich Innovation nicht nur dauernd sonntags in den Reden predigt, sondern tatsächlich den Erfindungsgeist deutscher, sag mal Planer, Wirtschaft, wer auch immer was erfinden mag, freien Raum gibt, sondern wir umgeben sind von politischen Bedenkenträgern. Und das ist die Republik. Die Republik ist ein Hort der Status-Quo-Verteidiger, der linearen Trendverlängerer und der Innovationsverhinderer. Ja. So, das ist der Zustand. Das können wir jetzt natürlich sehr beklagen. Sie haben auch bestimmt recht. Vielleicht sind wir Deutschen auch im europäischen Schnitt da besonders unterwegs in der Hinsicht. Aber wir müssen es ja irgendwie in den Griff kriegen und ändern. Ich würde gerne noch mal jetzt den Punkt, weil Sie eben auch sagten, Güter, das ist ja auch so ein Punkt, dass wir die Güter ja eigentlich viel mehr auf die Bahn bringen wollen. Also Thema Schiene. Und da hinein auch die Frage, inwieweit wir denn dann wirklich das Land und die Landbevölkerung einzeln. Ihre These war, wir können im Grunde genommen auch da in Zukunft auf Autos nicht verzichten. Also unser Schienennetz haben wir ja in gewisser Weise, was kleinere Strecken angeht, ziemlich abgebaut. Wir haben andere Dinge ausgebaut. Was liegt denn da alles im Argen und was müssten wir ändern und was können wir ändern? Herr Steiger, wollen Sie mal einen Anfang machen? Ja, zunächst einmal bin ich der Meinung, dass man den Druck auf die Bahn mindestens genauso aufbauen sollte wie auf die Automobilhersteller. Die Bahn ist lange Zeit als politisches Ziehkind gehätschelt und getätschelt worden oder wird sie heute noch. Und dabei haben sie vergessen, sich dem technologischen Wandel zu stellen und auf neue Technologien zu setzen. Wir haben vorhin die Dieselbahnen oder Loks angesprochen. Die fahren mit Technologien von 1950 die meisten durch die Gegend. Partikelfilter, was ist denn das? Kann man auch noch dazu sagen. Also da könnte man schon einiges machen. Und wenn bei mir auf hier der Hochgeschwindigkeitsstrecke, ich wohne da relativ nah dran, nachts ein Güterzug vorbei rattet, dann muss ich sagen, dann belästigt mich der deutlich mehr als die A2, die ich auch manchmal höre. Weil das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Da fährt man mit Fahrgestellen rum, die noch vor dem Ersten Weltkrieg erfunden wurden, um es jetzt mal ein bisschen lustig darzustellen. Es gibt doch heute eine Technologie, wie man sowas viel besser und leiser gestalten kann. Warum wird das nicht eingesetzt? Hier gibt es keine Erneuerungsraten. Das Schlimmste ist, wenn man gar an einen europäischen Verkehr denkt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, mit den Zügen einmal quer durch Europa zu fahren, weil jedes Land eigene Vorschriften hat. Teilweise müssen die Führer vorne im Zugabteil ausgetauscht werden. Die Regelungsmechanismen sind nicht einheitlich. Das DLR ist es, glaube ich, seit über 10 Jahren daran, ein einheitliches Steuerungssystem
für die europäischen Bahnen mal zu entwickeln, kommt nicht voran, weil immer irgendeiner einen Sonderwunsch hat, mit dem er verhindert, dass es eingesetzt wird. Damit könnte man satellitengestützt die Dichte auf den Gleisen deutlich erhöhen. Heute fahren wir ja noch mit Winkelines, um die Strecken freizugeben. Mein Gott, Mensch, das ist aus dem Zeitalter der Postkutschen kam die Entwicklung. Also die Bahn ist einfach in ihren ganzen Mechanismen stehen geblieben und hat sich nicht weiterentwickelt, weil sie überhaupt keinen Druck bekommen hat, sich positiv zu gestalten. Und dann kommen so Dinge heute, wir würden liebend gern für unsere Transporte die Bahn noch mehr einsetzen, als wir das heute tun. Wir setzen Schiffe ein, wir setzen Bahnen und wir setzen LKWs ein, zum Beispiel, um unsere Fahrzeuge aus dem Berg herauszubringen. Aber wir schaffen es nur dort, das wirklich hinzukriegen, wenn wir den Zug kaufen und von A nach B laufen lassen. Und der Streckenbau wäre dafür... Ja, als Branchenzug. In dem Moment, wo wir sagen, wir hätten da gerne mal einen halben Waggon, den wir jetzt füllen, kriegen wir keine vernünftige Aussage, wann der am Zielort ankommt. Weil das kann sein, dass der irgendwo zwischendurch mal 8 Tage auf einem Abstellgleis herumsteht, weil er noch nicht richtig eingekoppelt in den nächsten Zug werden muss und weil man auf die andere Hälfte Ladung wartet. Wenn heute eine Spedition so funktionieren würde, da wären die alle längst bankrott und pleite. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass immer mehr Verkehr auf die Straße kommt oder immer mehr Güterverkehr auf die Straße verlagert wird. Denn selbst mit dem Risiko der Staus, die wir heute haben, ist die Zuverlässigkeit des Warentransportes auf der Straße um zigfaches höher wie auf der Bahn. Und dann, solange das nicht funktioniert, wird das auch nichts werden. Und dann kann man politisch fordern, einen Mode-Shift, und wir müssen 30% und 50% aller Transporte auf die Bahn bringen. Solange die Bahn nicht diese Dienstleistung erbringen kann, wird das nicht funktionieren, weil egal, was es kostet, man wird immer ausweichen. Die Zuverlässigkeit muss deutlich erhöht werden. Herr Hofreiter, die Bahn... Die Darstellung des Systems Bahn stimmt weitgehend, außer dass es im Grunde noch zu positiv ist. Wenn man ehrlich sein muss, die DB AG ist, oder das System ist in einem katastrophalen Zustand. Was die europäische Ebene angeht, wir haben total unterschiedliche Betriebsregime von Land zu Land. Und gerade langlaufender Güterverkehr ist erfolgreich. Das heißt, selbst wenn es gelingt, ein europäisches Zugsicherungssystem einzubauen, wird uns das nichts helfen, weil nämlich in jedem Land andere Betriebsregime herrschen, wo dann wiederum letztendlich der Zug neu ins System integriert werden muss. Die Bahn leidet ganz stark darunter, dass sie vor über 150 Jahren erfunden worden ist und weitgehend vor über 100 Jahren jeweils national aufgebaut worden ist. Das ging damals so weit, dass zum Beispiel Spanien sich mit Absicht eine andere Spurweite zugelegt hat, damit aus Frankreich die Züge nicht nach Spanien reinfahren können, weil nämlich die Ausgestaltung des Schienennetzes, und das ist weitgehend vor dem Ersten Weltkrieg, hat das stattgefunden, hat wenig nach ökonomischen Kriterien stattgefunden, sondern nach militärischen Kriterien. Die Bahn war eins der entscheidenden Instrumentarien zur Kriegsführung und ist deshalb nach nahezu rein militärischen Kriterien ausgerichtet worden. Und darunter leidet sie noch ganz, ganz massiv. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten eine absolute Blockade der Bahnpolitik haben, weil wir eine reine Pro-DB-AG-Politik haben. Ich meine, wir sagen das nicht groß öffentlich, aber Sie müssen sich alle darüber im Klaren sein, dass die DB-AG und das System Schiene die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 20 Milliarden Euro kostet. Das ist eins der teuersten Dinge, das wir haben. Das bestreitet die Bahn immer. Wir zahlen 5 Milliarden Altschulden für die alte Bundesbahn und die Reichsbahn Jahr für Jahr noch ab. Wir übernehmen ca. 5 Milliarden Euro Ausgaben für letztendlich die Beamtenpensionen, die auch die DB AG nicht bezahlt, halt die alte Bundesbahn macht. Wir geben 7 Milliarden Euro aus für Regionalisierungsmittel und wir geben 4 Milliarden Euro Zuschuss zum Schienennetz. Also es sind gigantische Summen, was uns das Ganze kostet. Und im Verhältnis dazu ist das Ergebnis unglaublich bescheiden. Da müssten ganz dringend strukturelle Änderungen her. Aber da sind wir leider von Mehrheiten ganz, ganz weit entfernt, weil nämlich die CDU, CSU, die Bahn
als großen internationalen Konzern sieht, mit dem er bestimmte Politikvorstellung verbindet. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die DB AG, wie wir sie kennen, ist der größte Busanbieter Europas. Zum Beispiel ein Großteil des Busverkehrs in Großbritannien ist wieder staatlich, allerdings deutschstaatlich. Sie ist der größte Lkw-Spediteur Europas. Sie ist einer der größten Luftfracht- und Seefrachtanbieter weltweit. Sie ist einer der größten Speziallogistiker weltweit. Also zum Beispiel die Weinlogistik in Australien macht die DB AG und so weiter und so fort. Also wenn Sie gerne Rotwein trinken, können Sie stolz sein. Die guten australischen Rotweine werden von der Bundesrepublik Deutschland in Gestalt ihres 100% staatlichen Unternehmens transportiert und da läuft entsprechend Geld rein. Wir sind gleichzeitig einer der größten Bahnbaukonzerne, na, der größte Bahnbaukonzern Europas. Wir haben gerade 20 Millionen Euro am Ende doch wieder Steuergelder beim Umbau des Bahnhofs Oslo versenkt und so weiter und so fort. Also es scheint jetzt schwieriger zu sein. Also das sind ganz, ganz grundlegende Änderungen notwendig, um dieses System wieder auf Vordermann zu kriegen. Aber man muss sagen, der Druck geht im Grunde in die Richtung, warum wir nicht mehr Güterverkehr auf die Schiene kriegen, liegt nicht daran, dass der Güterverkehr auf der Schiene trotz all der Schwierigkeiten, die fast noch untertrieben richtig dargestellt worden sind, sondern das Schienennetz ist voll. So, an den spannenden Knoten ist das Schienennetz vollgelaufen. Also, Herr Mona, ich setze mir jetzt vorübergehend den Hut von Herrn Gruber auf, weil das muss ich machen, obwohl ich mich an ihm und an Herrn Medorn 20 Jahre lang abgearbeitet habe. Also wir haben nicht eine Bahn, sondern wir haben 340 Bahnen in Deutschland. Das ist erstmal wichtig. Ja, das sagt Herr Grube auch immer, wovon ein Großteil Museumsbahnen ja, sind. Nein, langsam. Langsam. Nein, also wir gehen ins nasse Dreieck. Wir sind ja hier nicht weit entfernt. Da ist eine sehr erfolgreiche Bahn unterwegs. Wir haben in Deutschland eine Reihe von Bahnunternehmen, regionale Bahnunternehmen, die sehr erfolgreich Personen- und Güterverkehr betreiben. Das müssen wir erstmal festhalten. Es gibt auch Museumsbahnen. Aber entscheidend ist erstmal, wir dürfen unser Bild von der Bahn nicht nur an der DB festmachen. Ich stimme dem Herrn Hofreiter voll zu, was die internationalen Aktivitäten und deren Finanzierung durch die DB, also unsere Fahrscheinerlöse, die wir da reinstecken, die wandern dann ganz woanders in Vladivostok und in Melbourne und sonst wo. Das ist richtig, das muss man ändern, da braucht man einen Rahmen, der einen Reinvestitionskreislaufzwang erzeugt, das Geld, was aus dem deutschen Nah- und Fernverkehr verdient wird, dass das praktisch in die deutschen Netze geht. So. Jetzt möchte ich zur Ehrenrettung der Bahn aber deutlich sagen, dass die letzten 20 Jahre Licht und Schatten haben. Wir haben eine Reihe von extrem erfolgreichen Reaktivierungen im Bahnbereich. Strecken, die marode waren, die modernisiert wurden, wo erfolgreicher Nahverkehr läuft. Wir dürfen beim Fernverkehr nicht nur Madrid, Stockholm und Moskau im Auge haben, sondern 80% aller LKWs, die in Deutschland oder sagen wir aller Güterfahrzeuge, die in Deutschland unterwegs sind, sind regional unterwegs. Also es geht gar nicht nur darum, den Branchenzug, also für die Autoindustrie sind die Branchenzüge wahnsinnig wichtig, für die Chemieindustrie sind die Branchenzüge wahnsinnig wichtig, einfach weil da dann 60 oder 80 Waggons, Kesselwagen oder eben in dem Fall die Spezialfahrzeuge für den Transport von Autos unterwegs sind, sondern wir haben natürlich nach wie vor ein riesigen Stück Gutmarkt, der ganz überwiegend über die Straße läuft. Herr Medorn, das ist seine historische Schuld, Herr Medorn hat 2/3 der Güteranschlussgleise, die die Bundesrepublik hatte, ruiniert, stillgelegt, gegen die Industrie sehr oft, also da sind viele abgehängt worden. Herr Medorn wollte sich in diesem regionalen Bereich nicht sehr engagieren, obwohl wir ja zu seiner Zeit die Regionalisierung hatten. So, und jetzt geht es ja um die Potenziale. Ich möchte noch mal sehr deutlich machen, dass die Schiene, ich habe das schon im Kontext Elektromobilität gesagt, die Schiene wird eine Renaissance kriegen. Das können wir in China gerade lernen. In China werden jedes Jahr 4.000 neue Kilometer Schienenstrecke gebaut. Und ich bin ganz sicher, in 5 Jahren werden das eher 6.000 und in 10 Jahren eher 8.000 bis 10.000 sein. Auch, die machen auch in der Luft im Übrigen, ne? Für die hängenden Busse. Ja, die machen eine ganz offensive Schienenpolitik. Und das ist nicht nur in China so. Indien wacht gerade auf, hat das dichteste Schienennetz der Welt im Moment oder das längste Schienennetz der Welt. Indien hat aber ein marodes Schienennetz mit katastrophalen Unfällen und die wachen gerade auf und fangen an, ihr Netz Schritt für Schritt zu modernisieren. Ich gehe zurück nach Deutschland. Wir brauchen eine Renaissance der regionalen Schienennetze. Wir brauchen viel mehr S-Bahn-Systeme.
Die Berliner wissen, was ich meine, wenn ich von maroden S-Bahn-Systemen spreche. Einfach, da ist sowohl auf der Netzseite als auch auf der Logistikseite die Betriebssteuerung als auch auf der Fahrzeugseite ein wahnsinniger Überhang von Modernisierungsinvestitionen nötig. Ich habe die Zahl mal vor 30 Jahren ermittelt in einer großen Studie. Wir brauchen in Deutschland größenordnungsmäßig 250 S-Bahn- und Regionalbahnsysteme, davon sind wir weit entfernt. Und jetzt gucke ich mir wieder die Bundespolitik an. Die Bundespolitik lässt im Augenblick die Summe des Schienenverkehrs am ausgestreckten Arm verhungern, weil die Pensionen der Beamten, das ist Historie. Es geht um die Zukunftsinvestitionen. Und Zukunftsinvestitionen in das Schienennetz, das sind für mich Straßenbahninvestitionen, da passiert so gut wie nichts. Berlin hat leider es nicht geschafft, nach der Wende und nach der Öffnung im Westen richtig eine Pro-Straßenbahn-Politik zu machen. Das ist eine Katastrophe. Hamburg hat es nicht geschafft, weil der Schienenverkehr ein extrem ideologisches Geschäft ist. Es gibt eben Straßenbahnküsser und Straßenbahnhasser und die blockieren sich Jahrzehnte. Bremen sitzt da gerade her unten. Bremen hat eine Pro-Straßenbahn-Politik gemacht und damit eine Menge Erfolg gehabt. München macht im Moment eine Pro-Straßenbahn-Politik, verlängert viele Strecken, eröffnet viele Strecken. So, aber die Bundespolitik und die 16 Landespolitiken, die das ja irgendwie anschieben müssen. Aber was macht Sie denn dann so sicher, dass es die Renaissance der Schiene im großen Stil geben wird? In all diesen Projekten, wo wirklich investiert wird, lawinenartige Marktveränderungen kommen. Ich muss Ihnen das nochmal zeigen, weil wir uns gewöhnt haben, so bescheiden zu werden, dass wir schon ganz toll uns finden, wenn ein Nahverkehrssystem im Jahr 2 oder 3% Zuwachs hat. Wir haben Beispiele im Busbereich, im ländlichen Busbereich, sicher von niedrigem Ausgangsniveau, kleinstädtische Bussysteme, wo wir innerhalb von 1 oder 2 Jahren aus 100.000 Fahrgästen 3 Millionen oder 5 Millionen Fahrgäste gemacht haben. Also Verzwanzigfachung, Verdreißigfachung, Verfünfzigfachung von Fahrgastzahlen. Die Usedomer Bäderbahn, die kennen die Berliner sehr gut, weil sie da immer hinfahren, ist ein wunderschönes Beispiel für ein Bahnsystem, was in kürzester Zeit 8 und dann 10 und dann 12 Mal mehr Fahrgäste hatte. Neue Haltepunkte, also S-Bahn-Qualität, neue Fahrzeuge, gutes Marketing. Ich bin so sicher, weil das Publikum die Qualität eines guten Schienenverkehrs sofort zu schätzen weiß, wenn er denn gut ist. Und die Industrie macht das genauso, wenn die Angebote stimmen. Niemand schickt doch gerne LKWs, die am Ende im Stau landen. Niemand schickt gerne LKWs hin, wenn die Alternative A zuverlässig und B preiswert geboten wird. So, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen da viele Güterumschlagknoten, kleine. Und jetzt kommt wieder, was unsere Bundespolitik so fatal macht. Sie ist großprojektverliebt, sie schmeißt das Geld in wenige Großbaustellen. Stuttgart 21 ist gewissermaßen das Menetekel dieser Politik oder die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Nürnberg-Erfurt ist das zweite Menetekel dieser völlig falschen, betonfixierten Politik, statt wirklich netzwirksame Investitionen zu machen. Also wir brauchen eine Renaissance der Schiene, da ist er auf einsamen Posten, weil er wird das meiste von dem, was ich sage, in der Sache eigentlich bestätigen. Aber er ist zwar Vorsitzender eines wichtigen Ausschusses, aber er ist nicht der Mehrheitsorganisator. Ja, und vielleicht dann auch also, so ein Schuss Realismus. Also wenn Sie vielleicht noch mal darauf eingehen würden, dass Sie gesagt haben, Autos sind nicht wegzudenken im Land. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Monheim, dann müssten wir ja im Grunde mit der Renaissance der Schiene die Probleme der Mobilität auf dem Land auch in den Griff kriegen. Ja, natürlich. Die Renaissance der Schiene ist sicher richtig und die Vorstellungen vertreten wir auch. Man muss bloß realistischerweise sagen, damit haben wir einen Anteil, letztendlich, wenn man ganz ehrlich sein soll, genauso viel Anteil, wie die Grünen halt im Parlament haben. Und das war's dann letztendlich. Jetzt. Später 30%, 40%, 50%. Das ist eine schöne Vorstellung und wir werden uns sicher nicht dagegen wehren, wenn wir 50% haben, aber ich würde mich nicht hundertprozentig darauf verlassen, eine Mobilitätspolitik zu machen, die Voraussetzung hat, dass die Grünen 50% haben. Deshalb wäre ich da, wie gesagt, mit etwas weniger auch schon zufrieden. Man muss realistischerweise einfach anerkennen, dass komplexe Gesellschaften wie die Bundesrepublik Deutschland selbst mit sehr, sehr großen Mehrheiten, wenn man sie denn hätte, bestimmte historisch gewachsene Strukturen nur langsam umsteuerbar sind. Das
trifft mich als Ökologen manchmal sehr, sehr hart, weil wir im Grunde manche Dinge schneller umsteuern müssten, um unsere Lebensgrundlagen entsprechend zu sichern. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Ökosysteme zäher sind, als wir Ökologen das vermuten. Also sie müssen sogar zäher sein, als wir Ökologen das vermuten. Nämlich sonst haben wir alle Pech gehabt, nicht die Ökosysteme. Die adaptieren sich dann schon wieder. Aber es ist, ich bin fest davon überzeugt, dass eine kluge Strategie, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, eine Doppelstrategie, eine politische Strategie, indem wir das Aussehen der Städte verändern, indem wir eine Renaissance der Bahn durchführen, indem wir als Fahrrad, auch das moderne Fahrrad, als Verkehrsmittel entsprechend adaptieren, aber auch eine Strategie, die dafür sorgt, dass die Automobilindustrie erstens eine Zukunft hat und zweitens eine Automobilindustrie ist, die uns zukünftig mit Fahrzeugen versorgt, die unsere Lebensgrundlagen nicht mehr zerstören. Und das tut sie halt im Moment leider. Ich glaube auch, dass die Automobilindustrie perspektivisch glücklicher ist, irgendwann Fahrzeuge zu bauen, die nicht Stoffe ausstoßen, und zwar CO2, die dafür sorgen, dass zum Beispiel im Südpazifik bereits die ersten, es ist nicht allein die Fahrzeugindustrie, da kommen ganz viele andere noch mit dazu, aber jeder Einzelne hat nur einen kleinen Beitrag, selbst die Kohlekraftwerke, die besonders schlimm sind, haben als Einzelne betrachtet nur einen relativ kleinen Beitrag. Das heißt, alle Herr müssen Hofreiter, ihren Beitrag leisten, dass, das es war ein gelingt, schönes Schlusswort. Dass es gelingt, dass wir selber einen Lebensstil haben, der nicht dazu führt, dass zum Beispiel Menschen, die auf kleinen südpazifischen Inseln leben, bereits jetzt ihre Heimat räumen müssen. Und zwar nicht in 30, 40 oder 100 Jahren, sondern die Absiedelung beginnt im Südpazifik bereits jetzt. Und ich glaube, es fühlt sich jeder besser, wenn er sowohl Produkte herstellt, als auch so lebt, dass er damit nicht die Lebensgrundlagen anderer Menschen oder zukünftiger Generationen zerstört. Und dafür brauchen wir die Doppelstrategie. Das war jetzt das Schlusswort. Aus dem Munde eines Politikers könnte ich natürlich besser überhaupt nicht machen. Wir müssen zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Wir haben ein bisschen überzogen, weil wir ja auch später angefangen haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und es gibt jetzt als erstes mal wieder Kaffee, also Kaffeepause, bevor es dann in die nächste wird. Viertel vor geht es weiter. Okay, vielen herzlichen Dank.